Guten Morgen zusammen. Der dritte Tag in unserer Live-Woche startet und wir wollen direkt einsteigen und uns anschauen, was sich gestern getan hat. Gestern war es so, dass ich dann nochmal, ich hatte ja gesagt, dass ich den Stop schon für eine Position im britischen Pfund nachgezogen hatte auf 1,2798 und bin dann bei der Position oder bei beiden Positionen, als ich dann den Stop nochmal angepasst hatte, enger gesetzt hatte, auch ja, ausgestiegen bzw. rausgeflogen. Hier sieht man das. Das ist der Kontoauszug von gestern. Da ist einmal ein Trade im Weizen drin. Das ist ein Systemtrade. Der brachte 312 Dollar Verlust. Ein Daytrade aus einem Daytrading-System. Und dann wurde eben dieser Swing-Trade abgeschlossen hier mit insgesamt knapp 6.700 Dollar Gewinn. Da war ich so, ja, wie lange war ich da drin? Ich glaube, das dürfte schon so ein halbes Jahr eigentlich gewesen sein. Also halbes Jahr Investitionszeit, der Markt ist immer wieder, ja, ich war mal wieder im Plus, mal im Minus, mal im Plus, mal im Minus. Das ist bei solchen Geschichten, ist es einfach so. Ich sehe durchaus, und da können wir an der Stelle gerade mal ganz kurz drauf switchen. Ich sehe durchaus in diesem Markt natürlich noch weiteres Potenzial. Nur war jetzt natürlich mit dieser Nachricht auch eine wichtige News raus. Und das war jetzt halt dieser starke Impuls, den es da jetzt gegeben hat. Und ja, da war es einfach an der Zeit, da abzusichern. Ist natürlich immer so, das muss jedem auch klar sein. Also mir ist das von vornherein klar. Es ist immer so, wenn ich Stops nachziehe, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ich rausfliege aus den Positionen. Also deshalb, ich normalerweise in Systemen, in klassischen Systemen, ziehe ich so gut wie nie Stops nach, ganz einfach, weil das immer ein Gewinnkiller ist. Das muss einem klar sein. In dem Fall war es einfach so, dass ich da auch die Intention hatte, jetzt langsam Kasse zu machen, weil es halt auch recht gut gelaufen ist. Und jetzt ein akuter Wiedereinstieg ist da nicht geplant, was ich aber machen werde, und da schauen wir jetzt mal drauf. Was ich machen werde, ist, wir sehen jetzt hier den Chart des britischen Pfunds. Das hier ist der Tag des Brexit im Juni. Und ja, hiernach können wir nachvollziehen, wann ich da rein bin. Das war ja September, Oktober. Also ja, ist gut ein halbes Jahr, was ich in dieser Position drin war. Und in diesem halben Jahr lief es so, wie man hier sieht. Ich hatte so einen Durchschnittspreis bei 1,23. Ich war mal im Plus, mal im Minus, mal im Plus, mal im Minus, mal im Plus, mal im Minus. War schon eigentlich so in dieser Ausstiegsregion, also 1,29, 1,30 war so mein Ziel für den Ausstieg eigentlich immer. Man sieht, dass wir hier bei 1,28 waren, markantes Tief. Da ist ein bisschen problematisch gewesen, drüber zu kommen. Da hatte ich ja jetzt auch dann gestern die Absicherung hingesetzt. Aber damit man das auch mal verinnerlicht: Bei manchen Trades hängt man ein halbes Jahr drin. Das sind jetzt keine Daytrades, völlig klar. Aber bei manchen Trades hängt man ein halbes Jahr drin, ist mal im Plus, mal im Minus, sackt wieder deutlicher ins Minus ab und irgendwann kann man die Geschichte dann halt abschließen. Zur Beurteilung des britischen Pfunds: Hier oben liegt noch eine Order drin, die hat da nichts zu suchen, die muss ich noch rauslöschen. Das war ein Gewinnziel, was ich aber weggeschoben habe, damit ich da nicht auf einmal short bin in dem Markt, nachdem ich da die Orders gelöscht habe, beziehungsweise ausgestoppt habe, die Position. Wir sehen hier am rechten Rand das Market Profile, und das ist ein sehr, also von den Indikatoren, die es gibt, ist das eigentlich der einzig sinnvolle, wenn man es mal so betrachten möchte. Weil das Market Profile zeigt mir an, auf welchem Niveau ich ja, mit Konsolidierung zu rechnen habe und in welcher Region ich mich tunlichst nicht gegen den Trend stellen sollte. Und das kann man hier auch ganz gut sehen. Also diese
diese Häufung, diese Berge bei dem Market Profile, die kommen daher, dass dort das Volumen nicht unter der einzelnen Kerze, sondern das Volumen auf dem Preisniveau kumuliert wird für einen bestimmten Zeitraum. Wir haben jetzt hier 400 Tage. Das kann man hier oben sehen an der Einstellung. 400 Tage ist jetzt das Market Profile hier. Das heißt, das zeigt mir für etwas mehr als ein Jahr, zeigt mir das an, wie sich das Volumen verteilt hat, wie hat sich das Volumen in den letzten ein Vierteljahren verteilt in diesem Markt. Und dann sieht man natürlich, dass hier in diesem Bereich, wo sich der Markt lange aufgehalten hat, 1,24, 1,26, also so um die 1,25 herum, dass wir dort ein hohes Effizienzlevel haben. So bezeichnet man das. Bedeutet also, da wurden viele Positionen getauscht, da gab es viele Umsätze auf diesem Niveau. Und typischerweise trade ich von einem solchen Niveau weg mit dem Trend. Das heißt, in diesen Lücken, diesen Einkerbungen, dort sollte man vermeiden, sich gegen den Trend zu stellen. Deshalb das eigentliche Ziel war bei 1,2980, das wäre nämlich dieses Volumen-Spike hier gewesen. Jetzt bin ich vorher ausgestoppt, geht die Welt auch nicht davon unter. Das sind dann halt 100 Ticks, die mir dann eventuell fehlen, aber kann auch sein, dass wir da nochmal einen Umweg machen. Aber das Entscheidende ist, hier in dieser Volumeneinkerbung zu früh aussteigen, naja, ist nicht doll, ist nicht perfekt, aber jetzt war es halt in der Situation so, dass ein drastischer Rückfall unter die 1,28 hätte halt einfach ein Fehlausbruch bedeutet. Und Fehlausbrüche können natürlich richtigen Druck bringen. Aus dem Grund habe ich da jetzt halt die Stops aggressiver nachgezogen und auf die letzten 100 Ticks verzichtet. So, da entgeht mir jetzt nicht so viel, sagen wir es mal so. Aber das Wichtige ist im Trading Fehlervermeidung bzw. Fehlerreduzierung. Fehlervermeidung ist Quatsch. Das war der falsche Ausdruck. Fehler vermeiden kann man nicht. Fehler, je nachdem, was man als Fehler bezeichnet, Fehler, Verluste, das wird passieren im Trading. Aber Fehlerreduzierung ist wichtig. Und es ist schon mal sehr, sehr wichtig, dass ich weiß, in dieser Zone, sobald wir hier von diesem Volumen-Spike weggehen, von diesem Volumenhügel weggehen, nach oben oder auch nach unten, in diesen Zonen stelle ich mich nicht gegen den Trend. Vielleicht geht man zu früh raus. Gut, das wird dem einen oder anderen passieren. Aber dann muss ich einen gravierenden Fehler vermeiden, dass ich mich dann auf einmal im Niemandsland gegen diese Bewegung stelle. Wo es ganz interessant wird, wieder auf Range zu traden in diesem Markt, wird sein so zwischen 1,30 und 1,34, 1,33,50. Wenn er in diese Zone reinläuft, dann kann man hier im Bereich 1,33 bis 1,34 Short-Positionen reinnehmen und im Bereich 1,31, 1,30 Long handeln. Wahrscheinlich wird es sich dann dort so um die 1,32 einpendeln. In dieser Region dürfte der Markt dann konsolidieren. Absicherung für Shorts sollte man dann immer so im Bereich 1,35 haben. Warum? Wir sehen hier eine riesige Einkerbung. Wenn die 1,34 nachhaltig genommen wird, wenn wir über 1,35 drüber gingen, dann gibt es dort nicht viel, gibt es dort nicht viele Schieflagen, beziehungsweise dann gibt es dort nicht viel, was gegenhalten könnte. Das kann dann also sehr schnell in Richtung 1,40, 1,42 gehen. Aus dem Grund kann ich jetzt schon mal, nur anhand des Market Profiles, kann ich jetzt schon mal so ein grobes Szenario skizzieren, was ich wo machen werde und wo die Deadlines sind für Trades. Ich arbeite normalerweise gar nicht auf diese Weise, aber das Market Profile ist das Einzige, was ich wirklich ergänzend zu meinen eigenen Setups benutze, weil es einfach absolut sinnvoll ist. Da gibt es auch keine perfekten Einstellungen. Also wenn jetzt hier die Frage kommt, auf welche Perioden bezieht man denn am besten? Das kommt immer darauf an, was ich sehen will. Wenn ich jetzt das Market Profile auf 10 Tage einstelle, dann kriege ich halt das Market Profile für die letzten 10 Tage angezeigt. Das würde mir jetzt für die künftige Entwicklung, falls der Markt nach oben geht, nichts bringen. Ich will ja sehen, wie hat sich denn der Preis oder wie wird sich denn der Preis grob verhalten in der Zukunft? Also das kommt immer darauf an, was ich machen möchte. Man kann sich das auch intraday, für einen Daytrader wird das intraday Market Profile oder das Market Profile für 2, 3 Tage interessant sein oder vielleicht für maximal 5 Tage.
Also das hängt ganz davon ab, was ich machen möchte. Aber das Wichtige ist, ich muss hier wissen, vor 1:30 kommt überhaupt kein antizyklischer Trade in die Tüte. Wahrscheinlich erst bei 1:32 für jetzt diesen Schub, falls es jetzt nochmal einen Schub nach oben geben sollte, dann würde ich da erst bei 1:32 wirklich anfangen, antizyklisch dagegen zu gehen. Weil da ist so der Hauptvolumenhügel. Kann man hier ganz gut sehen. Und sobald es über 1,35 drüber geht, ist die Sache durch. Das heißt, es würde Sinn machen, mit einem End-of-Day-Stop bei 1,35 zu arbeiten. Ist auch immer die Frage, wie man mit den Stops hantiert. Meine Erfahrung ist, dass es in den letzten 10, 15 Jahren, speziell aber in den letzten 5 Jahren gefühlt, jedenfalls nach meinem Empfinden, viel mehr Fehlausbrüche gibt, viel mehr Fakes gibt. Das hat überhaupt nichts mit Böswilligkeit von irgendwem zu tun, der irgendwen abzocken will, sondern das ist einfach, die Märkte sind effizienter. Und das kann natürlich immer mal passieren, dass der Markt irgendwie durch ein paar Orders über ein Preislevel drüber geschoben wird oder darunter. Sieht man auch hier. Da war das lokale Tief. Alle legen ihre Stops hier hin. Die werden dann abgegrast. Da will niemand was Böses. Das ist einfach eine zufällige Begebenheit. Aber dann ist es nicht nachhaltig. Auf jeden Fall muss ich wissen, dass es diese Fakes immer mehr gibt. Und ich habe das in einigen Systemen bei mir eingebaut, dass ich dort einen Zeitversatz in dem Ausstoppen drin habe. Dass ich also jetzt nicht klassisch den Stop in den Markt reinlege. Das habe ich bei vielen Systemen oder bei vielen Trades auch ganz klassisch, dass da der Stop drin liegt und da liegt er, wo er liegt. Und wenn er Intraday ausgeführt wird, dann ist es so. Aber hier würde ich jetzt zum Beispiel gerade Währungen neigen, eher dazu, Fehlausbrüche zu fabrizieren oder viel öfter Fehlausbrüche zu fabrizieren, als es zum Beispiel ein Rohstoff tut. Wenn ein Rohstoff mal anfängt zu laufen, dann läuft er. Währungen produzieren mehr Fehlausbrüche. Von daher würde ich in diesem Markt eher so vorgehen, dass ich sage, okay, Tagesschlusskurs oberhalb von 1,35, da würde ich meine Szenario-Shorts, wenn man die denn bei 1,32, 1,34 reinnehmen sollte, da würde ich die dann ausstoppen. Das würde Sinn machen aus jetziger Sicht. Also Tagesschlusskurs darüber. Das ist die erste Voraussetzung, dass ich überhaupt an einen Stop denke und dann würde der Stop da reinkommen über das Hoch dieser potenziellen Ausbruchskerze. Denn es passiert wirklich ganz häufig, dass der Markt dort einen Fake fabriziert. Also mal schauen. Auf jeden Fall hat das ein ganzes Weilchen hier gedauert bei dieser Geschichte. Am Ende war es aber okay. Man wird, wie gesagt, meiner Erfahrung nach eher über stetiges Handeln, über Stetigkeit im Handel, Performance machen und Gewinne einfahren, als dass man da einen riesigen Wurf landet. Also kann sein, dass wir im britischen Pfund in einem halben Jahr bei 1,40 stehen, dann wird man sagen, das war ein bisschen zu früh, wo du raus bist, aber das kann auch sein, dass wir bei 1,22 stehen und dann war es genau richtig. Es geht im Endeffekt nicht darum, hier irgendwie perfekt zu handeln, sondern ich muss schauen, dass ich Potenziale natürlich so gut es geht ausreize, völlig klar. In dem Fall ist aber nach diesem Setup, was ich gehandelt habe, und das ist ja die Maßgabe, es geht ja nicht darum, was hat der Markt dann am Ende gemacht, sondern es geht ja darum, was ist wahrscheinlich, was kann ich wirklich statistisch als wahrscheinlich einstufen. Und da war es einfach so, dass die Region um 1,29, 1,28, 50, 1,29 so die Zielregion war. Das haben wir auch in der Million-Dollar-Challenge als Ziel schon sehr früh ausgegeben. Dort haben wir auch gestern einen Stop reingenommen, sind da in den Positionen noch drin. Stop liegt bei ungefähr, also knapp unter 1,28, 1,2790, so da liegt der Stop. Ja, mal schauen. Natürlich für die Positionen wäre es wünschenswert, dass die noch ein bisschen laufen können und dass wir da noch vielleicht in die Region 1,32 vorstoßen können, beziehungsweise zu den Zielen, die wir dort drin haben. Aber ist kein Wunschkonzert, wir werden sehen, wie es läuft. Nur grundsätzlich, wenn man klassische Indikatoren verwendet, ich würde alles an Indikatoren, also muss jeder für sich wissen, aber ich würde alles an Indikatoren rausschmeißen. Nur Indikatoren, die einem wirklich anzeigen, wo Umsätze stattfinden, beziehungsweise wann der Markt trendiger wird. Das macht Sinn. Das ist auch das, was ich bei anderen Tradern, gerade aus den USA, gesehen habe, dass die dort halt mit klassischem Momentum arbeiten, was Sinn macht. Ich nutze meinen Vol-Vol-Indikator, da haben wir ja gestern auch schon drüber gesprochen, der wenig Signale generiert, der mich aber in den
Konsolidierungsphasen weitestgehend raushält. Und der Volvol ist von der Aussagekraft her, deshalb wahrscheinlich auch die Affinität zum Market Profile, ist von der Aussagekraft her im Prinzip fast identisch mit dem Market Profile. Ich schaue gerade mal, ob ich es auf einem Parallelrechner mal darunter legen kann, weil dann werdet ihr das sehen, dass das im Prinzip eine sehr ähnliche Aussagekraft ist. Das dauert jetzt mal ein paar Minütchen, bis ich das eingestellt habe, aber dann wird man es, glaube ich, ganz gut sehen. So. So. So, ja, das mache ich. Das nehme ich dann nach der Pause rein, können wir nachher nochmal drauf schauen. Also, das soll es hierzu gewesen sein. Wie gesagt, Britisches Pfund wäre es für mich jetzt persönlich. Wie gesagt, Ausstiegsregionen so 1,2980, 1,31, 1,32 kann man anpeilen, wenn man da noch drin ist mit einer Position. Wie gesagt, Teilposition habe ich ja auch noch über die Million-Dollar-Challenge, über den Account dort. Und ansonsten 1,35 als Deadline per Tagesschlusskurs für den für Short Trades, wenn man sie dann irgendwann jetzt in den nächsten Wochen, Monaten eingehen möchte. Und so eine Range, die sich dann etablieren könnte zwischen 1,30 und 1,34, da kann das hin und her gehen. Sobald wir über die 1,35 drüber sind, egal ob das einem jetzt logisch erscheint oder nicht, muss man bis 1,40 wirklich die Füße stillhalten, weil das kann dann ganz übel werden. Grundsätzlich, ich muss gar nicht beurteilen, also ich muss A, keine Angst haben vor diesen Neuwahlen, die da kommen in den USA, hätte ich schon was gesagt. Da war wohl der Wunschvater des Gedanken. In Großbritannien. Ich brauche keine Angst haben davor. Ich muss mich nicht extra raushalten, weil wenn man sich raushält bis danach, ja gut, dann hat man natürlich auch keine Chance, irgendwo was zu verdienen. Wir waren vor dem Brexit zum Beispiel, war ich auch long, hatte da auch ein Ziel drin. Und die Idee war, dass wir in dieses Ziel reinlaufen, idealerweise kurz vor dem Brexit-Votum, vor der Bekanntgabe des Votums. Wir sind ganz, ganz knapp drunter gewesen, waren long, und dann ist es, dann sind wir in den Stop reingelaufen. Das waren, glaube ich, 300 Euro Verlust oder so, die wir da gemacht haben, in der Million-Dollar-Challenge. Ja, das passiert, aber wenn das aufgegangen wäre, wäre es eben ein schöner Gewinn gewesen. Und dann hätte man danach gleich wieder einen Trade aufsetzen können. Also, wenn ich mich bei solchen Geschichten raushalte, werde ich nie Geld verdienen können. Aber sie bringen immer Volatilität. Die kann mal für, mal gegen mich laufen. Das muss klar sein. Aber da halte ich überhaupt nichts davon, dass man sich dort jetzt, dass man da jetzt bis dieses Votum erfolgt ist, raushält. Genau jetzt Frankreich-Wahl am Sonntag, erster Wahlgang. Ja. Das wird natürlich Bewegung reinbringen in die Währung auch, wahrscheinlich beim Gold auch möglicherweise so ein bisschen. Aber letztlich, wenn man sich bei den ganzen Events die Volatilität reinbringt, bei den ganzen News, schaut euch an, was gestern im WTI passiert ist, werden wir gleich noch drüber sprechen. Da kamen die Lagerbestandsdaten und dann ist das Ding runtergerauscht. Leider bin ich nicht reingekommen in einen Trade gestern. Also gestern blieb ich dort an der Seitenlinie. Die Order, die ich aufgegeben habe, wurde nicht ausgeführt. Aber die Bewegung war stark und das ist genau der Punkt. Man kann natürlich jetzt immer sagen, ach, da kommen News und da kommen Unternehmensmeldungen und da kommt dies und da kommt das und da kommen EZB-Meetings. Ich halte mich mal raus. Dann ist man dabei ständig an der Seitenlinie. Und das ist nur aus Angst. Wenn ich ein System habe, was grundsätzlich funktioniert oder was mir dann einen Vorteil sichert, dann
dann handle ich um diese Termine herum, dann handle ich bei diesen News. Also da braucht man keine Sorge haben. Klar, es wird mal gegeneinlaufen, es wird auch vielleicht mal in Serie gegeneinlaufen. Das ist heutzutage auch viel schwieriger. Und auch da glaube ich, jeder, der was anderes erzählt, hat entweder keine Ahnung oder er frisiert die Wahrheit. Die Grundidee bei systematischem Handel, auch bei mir, ist natürlich, dass man in verschiedenen Märkten handelt, Setups mit verschiedenem Charakter, Countertrend, prozyklisch bzw. Trend Ansätze und dass man über eben verschiedene Methoden und verschiedene Märkte so ein bisschen diversifiziert oder idealerweise sehr gut diversifiziert und dann die Performance glättet. Jetzt ist es aber natürlich so, wir haben gerade in den letzten 15 Jahren, würde ich sagen, seit der Ära Greenspan, seit dieser Ära haben wir natürlich eine extreme Einflussnahme der Notenbanken auf die Märkte. Da ist gar nichts Negatives dran, heißt auch nicht, es ist unmöglich, Geld zu verdienen oder dergleichen. Quatsch, man kann genau in dem Umfeld auch ganz toll Geld verdienen. Aber was eben schwieriger ist, was ich mal verstehen muss, früher war es viel einfacher, meiner Erfahrung nach, und das lässt sich auch statistisch quantifizieren, es war früher viel einfacher zu streuen, wenn Märkte frei belassen sind. Dann ist es so, dass sich das Kapital die attraktivere Verzinsung sucht und gut. Aber natürlich in einem Umfeld, wo auf einmal die Zinsen unter Null gedrückt werden können, in einem Umfeld, wo immer mehr Liquidität bereitgestellt wird, da sucht sich halt das Kapital immer mehr Möglichkeiten und irgendwann ist man voll im Aktienmarkt drin und hat immer noch Kohle da als Fonds oder als Bank. Und dann sagt man sich, ja gut, was machen wir denn jetzt? Welche Sau treiben wir denn jetzt durchs Dorf? Okay, Anleihen, bumm, werden Anleihen auch gekauft. Auf einmal steigen Aktien und Anleihen gleichzeitig. Früher war das anders. Früher war das konträr. Gingen Anleihen rauf, gingen die Aktien runter und umgekehrt. Das war langfristig, auf Dauer war das so. Es gab immer Phasen, wo es aufgeweicht war. Und wenn auch die Anleihen hochgetrieben wurden, dann sagt man sich, ja gut, was machen wir jetzt? Gut, Rohstoffe, zack, alles in die Rohstoffe reingeballert. Also man hat dann immer mehr den Effekt, dass dieses Streuen sehr schwierig ist und dass die Märkte viel enger zusammenhängen als noch früher der Fall, als es noch früher der Fall war. Was ja auch offensichtlich ist. Ich muss dann dabei halt einfach nur wissen, und das ist das, was ich auch selbst in den letzten Jahren erfahren habe. Ich muss wissen, es wird komprimiert gut laufen und es wird auch mal komprimiert schlecht laufen. Also dieser Gedanke, dieser romantische Trader-Gedanke, ich streue und wenn das eine System in den Drawdown reinrutscht, dann wird mir das andere System das ausgleichen. Das ist natürlich der Wunsch und das ist auch das Ziel und das ist ja auch der Versuch dabei. Aber ich muss einfach erkennen und das realistisch sehen. Es wird immer schwieriger, weil ganz einfach parallel ganz viele Märkte unvolatil werden und dann aber auch parallel auf einmal alles volatil wird. Das heißt, in der einen Phase läuft vieles nicht oder alles nicht und in der anderen Phase läuft auf einmal alles. Wenn ich mir anschaue, die Aktienmärkte, klar, die waren in Trends, aber fürs Daytrading unfassbar unterirdische Wohler. Also ganz, ganz schlimm in den letzten 6, 7, 8 Monaten. Davor war es schon nicht doll, aber es ging noch. Aber jetzt in den letzten 6, 7 Monaten katastrophal von der Wohler her, Intraday. Das zippert irgendwo so ein bisschen in eine Richtung, bricht die Bewegung ab und dann ist wieder Feierabend. Hat man aber auch in Rohstoffen, bei Weizen häufig der Fall, in Währung. Wenn man sich anschaut, wie stark schwankt denn der Euro in den letzten Monaten. Also ich sehe den immer irgendwo zwischen 1,6 und 1,9. Das sind, wenn ihr euch mal erinnert an die Zeiten 2001 bis 2003. Aber auch später, auch 2007 bis 2009, da waren das teilweise, da hat er an einem Vormittag so viel zurückgelegt, wie jetzt hier innerhalb von 3, 4 Monaten. Das ist eben die Realität. Ja, wir hatten Phasen, wo wir im FDAX 400, 500 Punkte an einem Tag gemacht haben und das gab es serienweise. An einem Tag 400 Punkte runter, nächster Tag 500 Punkte rauf. Das gab es. Das war natürlich auch eine Extremsituation. Das war das andere Extrem von dem, was wir jetzt sehen. Aber worum es jetzt geht oder was ich gerade ausdrücken will, ist, es sind parallel
ganz, ganz viele Märkte unvolatil, untrendig. Ganz viele Rohstoffe sind seit Jahren natürlich in der BES, das muss man ganz klar sagen. Und laufen aber auch seit einer Ewigkeit seitwärts. Wir können uns das gleich mal anschauen. Also es gibt ganz, ganz wenige Märkte, die so in klaren Trends sind. Wir haben das jetzt bei welchen Märkten haben wir das? Im Rohstoffbereich hat man es so ein bisschen eigentlich bei den Fleischmärkten zuletzt, aber auch nicht wirklich nachhaltig, also beziehungsweise auch noch nicht lange. Es sind super viele Märkte, die eigentlich schon in längerfristig angelegten oder in breit angelegten Seitwärtsbewegungen sind. Und dadurch ist es natürlich schwierig zu streuen. Aktienmärkte bewegen sich, was den Intraday-Verlauf angeht, sehr schwierig. Auch insgesamt, das Schwierige am systematischen Handel in einem solchen Umfeld ist ganz einfach. Was macht ein System? Ein System setzt Breaks und davon lebt es. Davon kommt ja die Outperformance gegenüber Buy and Hold auf Dauer. Das ist ja auf lange Sicht sinnvoll. Aber wenn wir so ein Umfeld haben wie in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren, dann kommt schon ein Preisversatz in diesem Markt, zum Beispiel übers Wochenende oder von gestern auf heute. Und wenn das System dann anfängt zu arbeiten, ist der Versatz schon drin. Das heißt, dann kommt nicht mehr viel nach. Das sind Phasen, die gab es schon immer. Die gab es auch vor, ja, wann war das? Vor 6, 7 Jahren gab es auch schon mal so eine Phase. Oder vor 8 Jahren gab es schon mal so eine Phase, wo es auch, ja, 2009, also beziehungsweise 2010 ging das los. Da gab es eine Phase, wo es mal anderthalb Jahre lang wirklich ungünstig lief. Von den Bewegungen her. Also das ist nichts Ungewöhnliches, aber ich muss es mir eben bewusst machen. Und ich muss mir bewusst machen, dass ganz viele Märkte immer enger zusammenhängen von ihrem Grundmodus her. Nicht, dass die alle steigen und alle fallen, aber vom Grundmodus her super viele Märkte in Seitwärtsbewegung. Das ist natürlich der große Vorteil ist, wenn diese Seitwärtsphase mal endet, in vielen Rohstoffen, in Währungen, wenn diese Seitwärtsphase mal endet, oder auch jetzt dieses auf der Stelle treten im Aktienmarkt, was wir jetzt auch schon in Weilchen sehen. Zwar auf hohem Niveau, aber dann wird es natürlich sehr, sehr trendig. Aber wir haben auch den Trend im Aktienmarkt, der ist im Prinzip das, was wir in den letzten anderthalb Jahren draufgepackt haben. Das kam aus sehr schnellen, kurzen Bewegungen. Das war teilweise so, dass wenn man in einem System nicht permanent drin war, sondern wenn das System Breaks gesetzt hat, dass man vielleicht gerade diesen Schub verpasst hat und dann ist man wieder in dieser Rumeierphase drin. Also ist gar nicht mal so einfach. Man sieht es ja hier auch beim britischen Pfund. Im Endeffekt, das britische Pfund hatte hier einmal so nochmal einen Preisversatz im Herbst letzten Jahres. Ansonsten ist das, wenn man den jetzt hier diese paar Tage verpasst hat, läuft das hier schon ewig lange seitwärts. Also hier diese ganzen Bewegungen. Natürlich, wenn man das auf Range traden will, super, tolle Sache. Nur diese Range, die muss ich natürlich auch erstmal sich ausbilden lassen. Es sei denn, ich arbeite mit dem Market Profile, da haben wir gerade drüber gesprochen, dann kann ich ungefähr antizipieren, wo sich denn die nächste Range ausbilden könnte. Nämlich, das wäre hier 1,33,34 auf der Oberseite und 1,30 dann auf der Unterseite. Also erstmal so ein Schub in Region 1,32, 1,34 und dann kann sich das einpendeln. So zwischen 1,30 und 1,34. Da lässt sich das antizipieren. Aber im klassischen Sinne muss ich ja erstmal so eine Seitwärtsrange ausbilden, damit ich sie überhaupt handeln kann. Und das ist das Schwierige dabei. So, wir schauen uns jetzt gleich mal ein paar Charts an. Schauen uns gleich mal ein paar Charts an. Die muss ich aber erstmal aufrufen. Das wird jetzt mal 1, 2 Minuten dauern.
So. Also, schauen wir uns mal den Goldpreis an, was der, wie nachhaltig sich dieser entwickelt hat in den letzten anderthalb Jahren. So, das ist der Goldpreis seit Herbst oder Mitte 2013. Ja, nachhaltig ist anders. Da laufen wir in der Bandbreite hin und her. Es ist immer dann schön, dass dann im Nachhinein natürlich die Leute wissen, ja gut, das hätte man auf Range handeln müssen. Auch richtig, im Nachhinein weiß man das natürlich. Es geht ja darum, in welchem Umfeld kann ich viel Geld verdienen? Auf einfache Weise. Und das kann ich eher in einem Umfeld, wo es so läuft wie hier ab 2012, ab 2011, 2012, wo es wirklich mal dynamisch in eine Richtung läuft. Oder hier 2009 auf 2011. Das ist natürlich so eine Phase, die ist natürlich ein bisschen anders gelagert als das, was wir jetzt hier gesehen haben. Also das kann man ja drehen und wenden, wie man will. Und ich hatte auch wirklich tolle Trades im Gold. Also da gibt es gar nichts zu beschweren. Aber wir müssen einfach sehen, dieser Markt lief seitwärts über 2 Jahre. So, wenn man sich jetzt andere Märkte anschaut, schauen wir uns mal den Euro an. So, der Euro läuft seit 2015, seit Frühjahr 2015 seitwärts. Wir haben jetzt Frühjahr 2017. 2 Jahre läuft dieser Markt seitwärts, was prinzipiell nichts Schlimmes ist, weil man kann hier oben shorten und unten kann man long gehen, wenn man schlau ist und das im Vorhinein schon weiß, wo der Markt drehen wird. Ich weiß sowas vorher nicht. Aber das ist so die Bandbreite, in der kann man sich bewegen. Also irgendwo so um 1,06 kaufen und bei 1,15 verkaufen. Das geht. Worum es aber geht, ist, kann ich systematisch in einem solchen Markt nicht nach, okay, ich kaufe unten, verkaufe oben, sondern kann ich systematisch, habe ich ein Umfeld, in dem ich systematisch hier gutes Geld verdienen kann. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig, weil ich brauche dazu ein bisschen Volatilität. Man hat hier immer mal diese Volumen, diese, nicht Volumen, diese Volatilitätsspitzen. Die sind natürlich da. Aber wenn man sich mal hier anschaut, so die durchschnittliche Volatilität, dann ist die natürlich hier jetzt im Moment extrem niedrig. Wir haben jetzt, wenn man sich das mal anschaut, diese, wenn ihr nur mal auf diesen blauen gleitenden Durchschnitt hier achtet, dieser blaue gleitende Durchschnitt ist ein Durchschnitt auf die Tagesrange. Und da sieht man, dass der jetzt im Moment gerade ziemlich an einem Tief ist, an einem historischen Tief. Das hatten wir 2014 übrigens auch. Und dann kam dieser fette Trend, der dann 2015 wirklich, oder bis 2015 gen Süden führte, der einen richtig heftigen Trend brachte. Das ist das, was ein Grundprinzip am Markt ist, in jedem Markt. Es wechseln sich volatile, Schrägstrich trendige Phasen und unvolatile, Schrägstrich Konsolidierungsphasen wechseln sich ab. Und ich muss einfach wissen, diese Phasen, in denen sich die Vola zurückbildet, wie wir sie jetzt hier seit Ende 2016 auch nochmal massiv erlebt haben, aber auch insgesamt bis auf einen kurzen Impuls mal, auch schon ab Mitte 2016. Da haben wir einen viel niedrigeren Durchschnitt. Sonst gab es immer mal wieder, sonst war das, war dieser gleitende Durchschnitt, diese blaue Linie war ja insgesamt viel höher gelagert. Das, die hat auch immer mal Ups und Downs gehabt, aber auf einem viel höheren Niveau. Wenn man sich mal hier so 2015 anschaut, auf einem ganz anderen Niveau. Das heißt, das war zum Traden viel, viel günstiger. Und hier ab Mitte 2016, so ab hier Mitte Herbst 2016, haben wir noch einmal so ein kurzes Aufflackern hier gehabt. Zum Ende des Jahres hin, aber ansonsten war das durchgängig extrem niedrige Vola. Das sieht man hier an den Ranges,
Da gab es kaum, in diesem Bereich hier gab es kaum große Ranges. Wir zoomen das mal größer, damit es auch jeder sieht. Ich hoffe, es funktioniert. Es funktioniert nämlich gerade nicht. So, hier. Das ist nur mal diese besagte Zeit. Ab Juli haben wir hier, sind wir hier konstant auf einem extrem niedrigen Niveau. Was will ich in so einer Phase hier verdienen? Da kann ich nichts verdienen. Intraday kann ich in diesem Markt, in dieser Zeit nichts verdienen. Es gibt natürlich Scalper, die nutzen da irgendwie drei Ticks und sind wieder raus. Aber ich persönlich möchte kein Scalper sein. Ich möchte nicht Tag und Nacht vorm Rechner hocken, um dann drei Ticks rauszuholen. Das ist einfach eine Einstellungssache. Also natürlich, es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, aber Chance und Risiko, also ich muss ja immer ein gewisses Grundrisiko eingehen. Das ist ja einfach so. Und das Potenzial, was ich aber rausholen kann, ist ja in einem Umfeld, wo die Vola hoch ist. Wenn wir 200-300 Ticks Schwankungen an einem Tag haben, dann kann ich doch viel mehr für mein Risiko, was ich eingehe, verdienen. Dann kriege ich das doch viel besser entlohnt. Potenziell jedenfalls, als wenn ich ein Umfeld habe, wo die Range am Tag 40 Ticks groß ist und ich aber sowieso dieses Anfangsrisiko habe, nur das Gewinnpotenzial ist gar nicht da. Also von daher, es wird immer Leute geben, die auch da Geld verdient haben. Die werden aber vielleicht in einem anderen Umfeld Probleme bekommen haben, weiß ich nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, das Umfeld für einen normalen, nicht skalpenden und nicht 18 Stunden am Tag am Rechner sitzenden Menschen ist da einfach ab Juli unterirdisch gewesen, und zwar konstant unterirdisch. Zwischen Juli und November haben wir hier praktisch null Bewegung in diesem Markt gehabt. Da hatten wir Spannen. Da hatten wir Spannen, die waren so unterirdisch. Und jetzt haben wir das auch wieder seit Dezember letzten Jahres. Ist es auch so, dass Intraday es geht, aber es ist sehr, sehr schwierig, weil einfach die Tagesschwankungen extrem gering sind. Also dieser Chart hier rührt aus einem System, was nach 200 Ticks großen Ranges handelt. Also wenn es 200 Ticks große Ranges gegeben hat, dann handelt das System. Und da sieht man, das gab es ja super selten in dieser Phase hier. Die meisten Ranges waren so, ja, 80 Ticks groß. 80 Ticks, das ist unterirdisch. Zum Vergleich hier 2,14 auf 2,15, da war der Durchschnitt drei bis viermal so hoch, phasenweise, wie jetzt. Und selbst die niedrigen Phasen waren doppelt so hoch oder dreimal so hoch wie jetzt wie jetzt die niedrigen Situationen, also oder die niedrigen Durchschnittswerte. Die gute Nachricht daran ist, wir wollen jetzt so ein bisschen auch in die Zukunft blicken. Also ich will erstens mal nochmal, dass jeder sich vor Augen führt, dieser Markt läuft auch seitwärts. Bei Gold haben wir es gesehen, dass es lange seitwärts gelaufen ist, im Euro auch. Teilweise unterirdische Vola dort. Hatten wir 2014 auch. Wenn es so lange unterirdische Vola gibt, dann wird der Markt danach typischerweise sehr trendig. Und das ist das, was mich sehr, sehr positiv für die nächsten Jahre stimmt, was das Umfeld generell angeht. Für Systeme, wie ich sie handle, waren die letzten anderthalb Jahre nicht wirklich einfach. Die News-Systeme haben immer toll performt, aber andere Systeme, die sind sehr zäh gelaufen, die Trades mussten sehr lange gehalten werden, teilweise im Swing-Bereich, gingen mit Varianzen einher, die für mich jetzt nicht unangenehm waren, aber für viele andere vielleicht unangenehm sind. Im Daytrading sehr, sehr schwieriges Umfeld, weil einfach die Vola komplett fehlt. Und wenn da irgendeiner erzählt, dass das keine Auswirkung aufs Ergebnis hat, dann hat er wirklich null Ahnung von Tuten und Blasen. Das wirkt sich natürlich aus, wenn ich eine Vola vorfinde von 200 Ticks am Tag oder eine Vola von 40 Ticks. Wenn sich das nicht aufs Ergebnis auswirkt, dann weiß ich nicht, wie man das machen soll. Also natürlich wirkt es sich aus. Und die gute Nachricht ist, wir werden höchstwahrscheinlich vor einer Phase stehen von 2, 3 Jahren, wo es sehr viel trendiger und sehr viel volatiler wird, wo also sich das Umfeld für Daytrader und für Swingtrader auch wieder verbessert, drastisch verbessern wird. Und wenn wir länger zurückgehen, sehen wir, dass das immer wieder passiert ist. Wir gehen mal
ganz weit zurück. Und dann können wir genau das nämlich sehen. Anhand dieser blauen Durchschnittslinie kann man das eigentlich sehr schön sehen, wie sich das Wohler-technisch insgesamt entwickelt hat. Weiter als 2000 zurückzugehen im Euro macht übrigens keinen Sinn, weil es den da noch nicht gab. Es gibt zwar hier eine Zurückrechnung, damals auf die D-Mark, aber das ist ja aus meiner Sicht völlig absurd. Ich kann nicht die Währung eines einzelnen Landes als Maßstab nehmen, wie sich dann ein Währungsbündel verhalten hätte. Also das ist eine Umrechnung, die ich sehr abenteuerlich finde. Was man sieht, die Wohler geht mal hoch, dann wieder runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, in dem Fall auch mal sehr hoch, 2008, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und so weiter. Jetzt sind wir wieder jüngst an einem sehr niedrigen Niveau. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich jetzt vor der Einschätzung stehe, werde ich denn systematisch in Währungen, auch in diesem Markt, im britischen Pfund, egal wo, werde ich da in den nächsten Jahren Geld verdienen können, ja oder nein? Ja, werde ich. Bin ich ziemlich sicher, weil sich das Umfeld tendenziell eher verbessern wird. Vielleicht nicht sofort. Wenn man sich das anschaut, wir kommen jetzt, mit der Wohler bilden wir uns gerade noch immer noch zurück. Es gab schon so Phasen, wo das auch noch so ein halbes Jahr andauerte. Also das muss man einkalkulieren. Es kann sein, dass es erst so im Herbst wirklich wild wird hier wieder. Dass bis dahin die Wohler noch niedrig bleibt. Das muss man durchaus auf dem Schirm haben. Aber wir sprechen jetzt davon, wir haben diesen Zeitraum auch anfangs dieser Woche genannt, 2 bis 3 Jahre. Die Frage ist also, wo stehen wir in oder wie läuft das systematisch auf Sicht von 2 bis 3 Jahren? Weil was in den nächsten Wochen ist, was in den nächsten 2, 3, 4, 5 Monaten ist, keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt anfange, systematisch zu handeln, in verschiedenen Währungen, im Goldpreis, im Aktienmarkt auch, hat das gute Aussichten? Stehen wir eher vor einer Phase, wo sich die Wohler auf Sicht von 2, 3, 4 Jahren nach oben entwickeln wird? Oder kommen wir gerade aus einer Phase, wo die Wohler extrem hoch war, so wie 2,8? Und die bildet sich noch zurück. Wir kommen aus einer Phase, wo die Wohler konstant sehr niedrig war, wo sie sich gerade zurückgebildet hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass wir uns da wieder nach oben bewegen. Und insgesamt ist der Euro jetzt, um mal speziell bei dem Markt ganz kurz zu bleiben, der ist ja unfassbar untrendig gewesen. So eine Phase wie jetzt hier, dass er so Stillstand hatte, die gab es ja vorher praktisch nie. Es gab immer mal so einen zackigen Seitwärtsverlauf, aber so mit einer so engen Bewegungsamplitude wie hier, das gab es extrem selten. Das gab es hier mal vor diesem starken Trend. Das war hier mal so ansatzweise zu sehen, beziehungsweise hier, und dann kamen aber immer auch starke Trends. Das ist ein Grundprinzip, was man in seinem Trading verinnerlichen muss. Und das ist aber auch das Schwierige. Denn daraus ergeben sich diese Drawdown-Phasen, beziehungsweise der Wechsel zwischen Drawdown- und Performance-Phase. Wir haben Phasen niedriger Wohler, ungünstigen Umfeldes. In einer Phase niedriger Wohler ist es einfach schwierig. Das Problem dabei ist, weil es natürlich immer ein paar ganz Schlaue gibt, die sagen, ja gut, wenn du siehst, dass die Wohler niedrig ist, dann hör doch auf zu handeln. Das Problem dabei ist ja, liebe Spezialisten, dass die Wohler manchmal nur ganz kurz niedrig ist und dann sofort wieder anfängt zu steigen und dass sie manchmal eben länger niedrig ist. Ich bin ja kein Hellseher, dass ich weiß, ah, jetzt ist die Wohler für 3 Jahre niedrig. Wenn ich das wüsste, würde ich 3 Jahre lang nichts machen, völlig klar. Ich weiß es halt nicht. Und ich kann es mir nicht leisten. Im Nachhinein kann ich immer sagen, ja gut, guck mal, da war es zu sehen, dass die Wohler sich jetzt abgeschwächt hat. Da hätte man doch warten können. Diese Warterei, dieses Versuchen, Verluste zu vermeiden, das ist immer der Performance-Killer. Natürlich, wenn man im Drawdown ist, killt es auch vorübergehend die Performance. Aber auf lange Sicht bin ich dann dabei, wenn das Umfeld sich bessert. Und das schickt mir keine Postkarte. Das ist eben das Problem. Deshalb ist es alternativlos, einfach zu sagen, okay, ich ziehe es konsequent durch. Ich kann es vielleicht an einigen Stellen ein bisschen justieren, aber ich werde es nicht hinbekommen, das perfekt absolvieren. Also, wir haben jetzt gesehen, Gold im Seitwärtsmodus und auch der Euro im Seitwärtsmodus schon eine ganze Weile. Schauen wir uns Rohstoffe an. Man ahnt es schon, wenn man diesen Chart sieht. Tageschart vom Mais-Future sehen wir, der ist auch seit Mitte 2016 mit einer unterirdischen Vola. Also da ist Mais einfach nur seitwärts gelaufen. Das hier ist
Das, was wir seit 9 Monaten sehen. In diesem Umfeld, wenn, und das gilt für Weizen, Sojabohnen, Hafer auch teilweise, das war zwischenzeitlich mal trendig, aber in einem solchen Umfeld, der Markt stagniert, der zieht man ein bisschen in eine Richtung, zwei Tage, dann bricht die Bewegung ab. Hier kann ich noch kein Geld verdienen. Das muss klar sein. Wenn man Weizen handelt, ich bin eher im Weizen-Future unterwegs. Wenn man Mais handelt, wenn ich bei Sojabohnenöl, wenn ich bei Sojabohnenmehl, bei Sojabohnen investiere, das ist noch nicht das Umfeld, in dem ich Geld verdienen kann. Zum Vergleich mal ein anderes Umfeld. Hier. 2014 auf 2015. Das war ein Trend. Hier 2012 auf 2013, das war ein Trend. 2008. Schauen wir mal 2008 uns an. 2008 auf 2009. Da war der Markt in Bewegung. Da gab es Action. Hier 2010 auf 2011. Auch ein klarer Trend. Aber wenn wir jetzt mal gucken und vergleichen. Hier gab es Bewegung. Das waren Schübe. Jetzt sind wir in einem Konsolidierungsmodus. Auf diese Konsolidierungsmodi gab es immer starke eruptive Trends. Und das ist genau das, worauf ich auch hier warte. Nicht nur im Mais, im Weizen, in sämtlichen Getreiden, wenn man die tradet. Ruhe, Trend. Konsolidierung, Trend. Konsolidierung, Trend. Konsolidierung, Trend, Konsolidierung, Trend, Konsolidierung, dauert schon ewig an. Was als nächstes kommt, kann man sich ausrechnen. Der Volvo indiziert genau das. Der zeigt mir auch an, der Markt tritt lange auf der Stelle. Der zeigt im Prinzip das an, was das Market Profile auch anzeigen würde. Der zeigt mir an, wenn er hier niedrig ist, dann soll ich anfangen, Breakouts zu handeln. Aber erst, wenn er eben da unten anfängt, ansteigende Vola anzuzeigen. Wenn man den jetzt noch ein bisschen glättet, dann würde man das noch mehr sehen. Aber man sieht auch hier ein Rohstoff super lange in der Seitwärtsphase. Und da ist es einfach schwierig, dieses Streuen hinzubekommen, weil wenn alle Märkte, hier Kaffee, seit 2015 eiert das hier rum. Da kann ich eine Linie reinziehen und um die pendelt es, das pendelt um die 140 rum. Man kann da Geld verdienen, völlig klar. Der Kaffee-Future ist sehr vom Tickwert sehr hochpreisig. Da kann ich natürlich Geld verdienen, völlig klar. Aber ist es ein Umfeld, wo ich einfach Geld verdienen kann, wo ich einfach nachhaltige Bewegungen erwischen kann? Nein, ist sehr, sehr schwierig dafür. Wenn wir mal weiter zurückgehen, nur ein paar Jahre, dann sehen wir, dass es auch natürlich ein ganz anderes Umfeld mal gab. Hier gab es einen Trend abwärts, hier gab es einen starken Schub aufwärts. Hier gab es zumindest eine Seitwärtsbewegung mit größerer Amplitude, aber hier, das war ziemlich engmaschig. Hier, das ging auch noch, das ließ sich auch ganz gut handeln. Aber jetzt zuletzt, wenn man jetzt nur mal die letzten Wochen nimmt, die letzten Monate, dann kommt das ziemlich zum Erliegen, der Handel. Das ist ja alles ganz normal und gehört dazu, aber man muss es sich eben bewusst machen. Wie will ich jetzt hier in diesem Markt. Hier gab es mal eine Phase, wo man da Geld verdienen konnte. Ansonsten war das extrem engmaschig, was der Kaffee-Future hier hingelegt hat. Hier in dieser Phase kann ich null verdienen. Hier hätte man Geld verdienen können. Hier konnte man auch Geld verdienen. Aber hier in dieser Phase jetzt kann ich kein Geld verdienen. Und da gab es schon ganz andere Phasen und die werden auch wieder kommen. Aber auf die muss ich eben warten und solange die noch nicht da sind, muss ich mich so ein bisschen zurückhalten. Muss ich wissen. Das ist noch nicht das Umfeld. Gut, dass der Pfeil hier nicht so groß geworden ist. Das ist noch nicht das Umfeld, in dem man hier den großen Reibach macht. Und jetzt schauen wir mal an, was sagt uns hier der Volvo, zeigt uns auch an, wir sind hier auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Und stehen erst noch vor einem Trend. Also
egal, was man sich anschaut, wir könnten uns jetzt noch zig Märkte anschauen. Schweizer Franken können wir uns anschauen, ist ja eine andere Währung. Das haben wir uns gestern schon angesehen, aber hier sehen wir, dass es natürlich seitdem sich das damals wieder beruhigt hat, eiert das hier so rum. Da gab es ganz andere Phasen. Hier Trends. Aber jetzt haben wir einen Markt, der einfach nur seitwärts läuft. Hier gab es Trends rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Und jetzt hat sich das seit 2012 immer mehr beruhigt. Das war hier aber auch noch ein Trend, der handelbar war. Aber jetzt zuletzt ist die Bewegungsamplitude immer kleiner geworden. Wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, es ist unmöglich, Geld zu verdienen. Es ist möglich und das machen mit Sicherheit einige in diesem Umfeld. Aber wenn ich systematisch trade, heißt also ein System habe, was robust ist gegenüber Veränderungen, was also durch sämtliche Marktphasen, durch hochvolatile Phasen, durch niedrigvolatile Phasen einigermaßen gut durchkommt, in den günstigen Phasen natürlich viel Geld verdient und in den ungünstigen Phasen wenig verliert. Wenn ich so ein System habe, dann werde ich natürlich in einem solchen Umfeld es eben nicht schaffen, viel Performance zu machen. Dann werde ich auf der Stelle treten oder sogar ein bisschen Geld verlieren. Und das muss man sich bewusst machen, weil viele gucken nur auf ihre nackten Ergebnisse und fragen gar nicht, woher kommen die denn? Woher kommt es denn, dass die gerade so gut sind, dass die so günstig sind oder dass die so katastrophal sind? Und da muss man einfach mal die Augen aufmachen und da wird man sehen, warum es so läuft, wie es läuft bei dem Einzelnen. Also da sollte man den Blick nicht davor verschließen. Wir können auch mal, um nochmal die Vola sich anzuschauen, die Schwankungsbreite im S&P. Mal schauen, ob ich hier einen Chart drin habe in diesem Chartheft. Also es gab immer mal wieder so Phasen, in denen der Markt so schleichend vorangegangen ist. Haben wir zum Beispiel hier 2,4 gehabt bis 2,7. Dann kam eine Vola-Explosion. Da wurden die Ranges richtig groß hier, 2,7 bis 2,9. Dann hat sich das wieder zurückgebildet, die Vola. 2,10 war dann so eine Phase auf 2,11, wo es nicht so doll war, auch in vielen S&P-Systemen. Und dann lief das wieder ganz gut. Jetzt haben wir seit geraumer Zeit eine sich zurückbildende Schwankungsbreite und da ist es natürlich dann tendenziell einfach ein bisschen schwieriger, Geld zu verdienen. Wir schauen uns mal Platin an. Was macht dieser Markt seit einigen Monaten? Da ist auch die Schwankungsbreite ein bisschen geringer geworden. 2014 auf 2016 waren wir hier sehr trendig, 2016 auch noch. Und jetzt konsolidiert dieser Markt. Also ganz viele Märkte, nicht alle, es gibt natürlich auch Unterschiede, aber wenn man es sich anschaut, so in wirklich starken Trends, wie man es jetzt hier zum Beispiel auch 2,6 auf 2,8 sieht oder auch bis 2,9 dann halt gen Süden, das ist ja im Prinzip, das sieht aus wie so eine Herzfrequenzmessung von jemandem, der gerade am Ableben ist. Erst große Schwankungen, das heißt, da ist noch Action drin und dann immer engmaschig. Das Gute ist, wie gesagt, wenn man sich das langfristig betrachtet, diese engmaschigen Bewegungen, wie wir sie auch hier hatten, dass, wenn es weiter vorangeschritten ist, das ist ja dann genau das, was unmittelbar vor einer Trendphase passiert. Das ist ja auch gut. Aber ich darf eben nicht die Ergebnisse der letzten 1, 2 Jahre nehmen und sagen, oh je, da lief es ja nicht so doll, da habe ich ja nicht so viel verdient mit vielen Systemen. Das ist völlig normal, weil einfach das Umfeld in der kompletten Bandbreite ungünstig war. Und das muss ich mir einfach bewusst machen. Ansonsten werde ich da die völlig falschen Schlüsse ziehen und werde mitunter Sachen verwerfen, die eigentlich sogar ganz toll funktionieren. Und das wäre natürlich fatal. Eine Seite, auf der man das Ganze auch ganz gut schnell in einem Überblick dargestellt bekommt, ist finvis.com. Warten wir mal, bis es sich aufbaut.
die Seite nutze ich sehr regelmäßig. Man muss aber auch wissen, wofür kann man sie nutzen und wofür sollte man sie nicht nutzen. Wir haben dort schnell eine Übersicht, in welchen Märkten was passiert. Also ich kann dort sehr schnell sehen, wenn es irgendwie ein Sektor sehr grün ist oder sehr rot, weiß ich, okay, in diesem Bereich, da geht es ab heute. Zum Beispiel jetzt Energierohstoffe heute auf Erholungskurs ein bisschen konsolidieren, nachdem sie gestern noch richtig runtergekloppt wurden. Können wir auch mal kurz auf Crude Oil gehen. Wenn man sich den Intraday-Chart von gestern mal anschaut, ich hoffe, den kriegen wir hier. 10:30 Uhr, 16:30 Uhr unserer Zeit. Hier, diese Kerze mit diesem Ausschlag da nach oben. Das war die News-Kerze. Erster Ausschlag war nach oben, dann ging es den restlichen Tag gen Süden. Sehr, sehr schade, dass ich da nicht reingekommen bin. Passiert aber manchmal. Aber ich habe ja einige Trades gezeigt aus jüngerer Vergangenheit im Crude Oil in diesem News-Setup. Und das war eine beeindruckende Bewegung gestern. Aber auch da sieht man wieder Konsolidierung, Trend, Konsolidierung. Es ist also immer das gleiche Prinzip. Und wenn ich dieses Prinzip verstanden habe, dann ist das unheimlich viel wert. Kakao-Future haben wir gestern auch schon mal drüber gesprochen. Natürlich hier am absteigenden Ast im Moment noch. Was aber toll ist, weil man diesen Markt dann günstiger einkaufen kann. Wenn jemand Finvis benutzt, bitte, bitte vorsichtig mit den langfristigen Charts. Die sind völlig falsch. Das hängt immer bei langfristigen Charts, hängt es immer davon ab, wie werden die adjustiert, wie werden die einzelnen Kontraktmonate aneinandergereiht. Und da kommen teilweise unfassbare Abweichungen zum tatsächlichen Verlauf raus. Also bei Kakao ist es so, dass wir dort natürlich am unteren Ende der Bandbreite sind, beziehungsweise jetzt sogar ein bisschen weiter abgeglitten sind. Da sind wir auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Aber teilweise werden dort sehr falsche Darstellungen angezeigt. Deshalb da echt immer aufpassen. Da ist timingcharts.com eine bessere Adresse, um sich das anzuschauen. Ich nutze diese Plattform hier eher für eine schnelle Übersicht. Wo ist in welche Richtung Action drin? Und um zu sehen, welche Märkte waren denn in den letzten Monaten eher ruhig, welche waren denn eher in Bewegung. Mich interessieren primär Märkte, die sich nicht nachhaltig bewegt haben über einen langen Zeitraum. Also wenn ich jetzt ein halbes Jahr mir anschaue, dann sieht man natürlich Live-Cattle 50% zugelegt, Kakao 30% verloren. Interessant sind die Märkte, also das sind ja alles Märkte, die sind schon in Bewegung, schon lange, oder die stehen vor dem Ende der Bewegung möglicherweise. Das kann ich gar nicht einschätzen, das muss man auch gar nicht einschätzen. Aber interessant sind Märkte, die sich über ein halbes Jahr lang nicht nachhaltig bewegt haben. Da wird man dann ganz interessante Situationen finden. Also zum Beispiel, da ist Gold mittendrin mit 0,3% Veränderungsrate. Mais auch da drin. Ganz viele Währungen gegen den US-Dollar. US-Dollar selbst auch. Energierohstoffe, auch kaum Veränderungsraten oder geringe Veränderungsraten. Aus diesem Bereich hier, Sojabohnenmehl, auch geringe Veränderungsrate. Aus diesem Bereich kann ich dann Ideen bekommen für Trades in verschiedenen Märkten. Gasoline zum Beispiel. Zucker, ein Jahresperformance bei Zucker, plus minus null. Gasoline, auch plus minus null. Der Yen, Coffee Future, tritt auf der Stelle seit einem Jahr. Wenn ich hier die Märkte mir rausfiltere, schon mal nur, die eine Veränderungsrate haben, kleiner 1%, kleiner gleich 1%, dann kommt das dabei raus. Das sind dann die Märkte zum Beispiel, die ich mir auf eine Watchlist schreibe und wo ich mir dann die Charts anschauen kann im nächsten Schritt und prüfen kann, kann ich da irgendwie, ist irgendein Markt attraktiv für einen Breakout-Trade, für Trendhandel? Und Stichwort Fehlervermeidung, wir haben ja darüber gesprochen.
Ich werde es nicht hinbekommen, ohne Fehler zu arbeiten, aber ich kann es hinbekommen, dass ich meine Fehlerquote drastisch reduziere. Und das ist hier auch möglich, wenn ich jetzt mir anschaue, Gold, ganz geringe Veränderungsrate, Zucker, geringe Veränderungsrate, die ganzen Anleihen, auch eine geringe Veränderungsrate, Benzin, der Yen und Kaffee, dann weiß ich, das sind schon mal auf jeden Fall Märkte. Wenn die ausbrechen, werde ich mich nicht gegen den Trend stellen. Ich werde versuchen, mit dem Trend zu gehen oder mich an der Seitenlinie halten, aber ich werde nicht sagen, oh, Gold ist jetzt aber schon 10% gestiegen, jetzt gehe ich mal gegen diese Bewegung. Ich werde nicht sagen, oh, Zucker ist jetzt aber schon, keine Ahnung, 5% angestiegen, jetzt gehe ich mal raus. Denn das sind Märkte, die ich entweder trendkonform handle oder mich raushalte. Aber wenn ein Markt lange Zeit nicht nachhaltig vorangekommen ist, die können ja zwischenzeitlich mit Sicherheit auch, und hatten sie auch, schon auch starke Schübe gehabt haben, aber es geht darum, hier ist die Veränderungsrate bezogen auf ein Jahr null. Ergo, der Markt steht jetzt genau wieder da, wo er vor einem Jahr stand. Und das heißt, diese Entwicklung in diesem Jahr war nicht nachhaltig. Und auf Ruhe folgt Bewegung. Das sind Märkte, die potenziell aus denen, also wenn ich dieses Bündel jetzt hier rausnehme, wenn man jetzt in einem Jahr drauf schaut, dann müssten diese Märkte, gerade diese Märkte, zu einer starken Veränderungsrate tendieren. Also ich behaupte mal, keiner dieser Märkte wird auch nur in der Nähe seines jetzigen Niveaus oder vielleicht wenige, vielleicht die Anleihen, aber kaum ein Markt wird in der Nähe des jetzigen Niveaus stehen in einem Jahr. Bin ich mir ziemlich sicher. Es wird zumindest zwischenzeitlich einen sehr heftigen Trend geben. Und da kann man natürlich dann schauen, okay, welcher Markt ist hier der attraktivste? Am attraktivsten sind für mich dann immer Märkte, die am längsten untrendig waren und die am engmaschigsten gelaufen sind. Und das muss man sich dann natürlich anschauen im Einzelfall, welche Märkte da in Frage kommen. Können wir mal uns den Kaffee-Future anschauen. So, Gold hat auch eine geringe Veränderungsrate. Und das sieht man auch hier an dem Market Profile. Also hier heißt es Price Volume Profile, ist aber die gleiche Aussagekraft. Zum Beispiel, wenn ich jetzt vor der Wahl stünde, Gold oder Kaffee auf Ausbruch zu handeln, würde ich Kaffee handeln. Warum? Weil der bedeutend ruhiger war jetzt zuletzt als Gold. Ich glaube, bei Gold wird es so sein, dass wir uns hier erstmal so ein bisschen einpendeln, wahrscheinlich um die 1250, so 30, $40 darüber, 30, $40 darunter. Aber dieser Markt hat sich ja gerade erst wieder von einer Bess in eine zumindest kurzfristige Hoss auf dieses Niveau zurückbewegt, wo er vor einem Jahr stand. Der Kaffee-Future war bedeutend ruhiger, wenn man das nochmal sich vergegenwärtigt. Und Kaffee ist gerade, wenn jetzt der Mai anbricht, wird das ein sehr interessanter Markt sein, weil der im Mai naturgemäß zu sehr starken Schwankungen neigt. Das ist nicht immer so, aber des Öfteren. Das war der Mai letzten Jahres, da gab es dann auch so ein bisschen Bewegung, es war jetzt nicht gigantisch. Mai 2015 war hier. 2014 war es starke Abwärtsbewegung. Also man kann auch da sich natürlich ganz gut orientieren, was ist da passiert. Der Mai häufig so ein Monat, in dem es volatil zugeht in diesem Markt.
Hier sehe ich viel bessere Chancen als jetzt gerade im Goldpreis, wenn es jetzt um die kurzfristige Entscheidung geht, was mache ich in 2 Wochen? Welchen Markt handle ich da auf Breakout? 10-Year-T-Notes waren auch zu sehen dort. Schon ausgebrochen. Hier nach oben würde ich mich nicht mehr gegen den Trend stellen. Egal, was ich für eine Meinung habe zu Zinsen, ich würde mich hier nicht gegen den Trend stellen. Alleine nur aufgrund der Tatsache, dass das hier rausgekommen ist. Yen, was haben wir noch? Zucker können wir uns mal anschauen. Zucker wäre jetzt zum Beispiel auch kein Markt, in dem ich jetzt akut gerade was machen wollen würde. Also ich bin ja da mit einer Position long, aber im kurzfristigen Zeitfenster, das hat etwas mit dem Optionsverfall zu tun, da habe ich einfach jetzt die nächsten 8 Tage noch, die acht Kalendertage noch, die Intention, hier auf eine Erholung zu setzen. Aber jetzt perspektivisch auf Trend zu setzen, würde ich jetzt hier nicht aktiv machen, aber was ich hier machen würde, ist mich an der Seitenlinie halten, mich nicht gegen den Trend stellen. Also mich nicht dagegen stellen, gegen die Bewegung, die da kommt. Und wir haben hier den Yen noch gesehen. Und da sieht man hier, das ist der Volvol, der bildet sich auch zurück. Die Vola ist noch am Abebben, am sich zurückbilden. Würde ich jetzt auch akut nichts machen. Ich würde mich aber auf jeden Fall auch nicht gegen den Trend stellen. Also hier, der Yen ist in der Aufwertungsphase. Ich würde den Yen jetzt nicht shorten. Das ist die Quintessenz daraus. Aktiv handeln würde ich es auch noch nicht. Dafür ist es nicht ruhig genug gewesen. Was das angeht, schaut der Kaffee-Future tatsächlich am besten aus von diesen ganzen Märkten, die wir jetzt hier gesehen haben. Bei Weizen, da bin ich ja auch schon investiert und handle dort auch. Da haben wir auch noch im Moment rückläufige Vola, sieht man hier. Nach dieser Trendphase, die wir 2016 gen Süden hatten, gibt es jetzt hier eine Konsolidierung und solche Rohstoffe, die bilden halt gerne mal einen recht langen Boden, wie hier auch. Oder einen recht breit angelegten Boden. Das ist also ganz typisch für Rohstoffe, dass die auch mal so einen Boden über 1, 2 Jahre bilden und dann kommt der nächste Schub. Und das ist das Schwierige dabei, weil psychologisch ist es natürlich so, das wird ja jeder von sich auch wissen. Es fühlt sich ja komisch an, wenn ich lange in der Position drin bin und warte, weil ich mit jedem Tag, den ich warten muss, zweifelt der normale Trader, zweifelt immer mehr daran. Und dann ist man irgendwann mal im Plus. Und sagt sich, ein Glück, jetzt bin ich hier noch mit einem Gewinn rausgekommen, schnell raus. Und das ist genau der Fehler, gerade bei solchen Rohstoffen. Wenn ich 1, 2 Jahre warten kann, dann muss ich auch noch das dritte und das vierte Jahr warten können, nämlich bis dann, wenn die Sache mal angelaufen ist, bis dann dieser Trend auch wirklich mal weit fortgeschritten ist. Das ist, glaube ich, das größte Problem. Man harrt lange in diesen Geschichten aus, sagt, okay, weiß, da kommt irgendwann was und dann kommt es und dann ist man aber ganz schnell wieder draußen. Also das sollte man vermeiden und da helfen natürlich solche Indikatoren wie der Volvol hier ganz gut oder auch das Market Profile, wenn man sich jetzt mal nur am Market Profile orientieren würde im Weizen, dann käme man schon auf 550 als Ziel. Wir stehen im Moment bei, also in dieser adjustierten Form bei 418, wir stehen bei 434 im Future im Moment und so die Region 550, Pi mal Daumen, 530, 550, das wäre rein vom Market Profile, wäre das so die Region, in die es gehen kann. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter zurück mit dem Market Profile, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen bessere Erkenntnisse. Gehen mal so
2 Jahre zurück, also ungefähr 500 so, da kann man ganz gut erkennen, okay, 530, 580. Heißt also, wenn man jetzt hier, wie ich bin auf der Long-Seite positioniert, Bauer hier bei Schwäche oder auch bei Ausbruchsversuchen nach oben eher Positionen auf, dann wäre es fatal zu sagen, oh, jetzt sind wir bei 460, ich bin im Gewinn. Oder bei 480, ich bin im Gewinn, ich gehe mal raus. Dann haben wir nämlich genau diese Einkerbung hier. Und das Ganze ergänzt sich übrigens sehr, sehr gut. Das Market Profile und der Vol-Vol, weil die im Prinzip die gleiche Aussage treffen. Also eigentlich, wenn ich einen sehe, brauche ich den anderen mir gar nicht anschauen, weil ich genau weiß, was er aussagt. Aber der Vol-Vol wird immer fallen, wenn sich der Markt nicht nachhaltig bewegt. Und er wird steigen, wenn sich der Markt nachhaltig bewegt. Und das ist ja im Prinzip genau das gleiche wie beim Market Profile. Das zeigt mir auch an, wenn der Markt lange Zeit seitwärts gelaufen ist, weil dann kommen diese dicken Volumenbalken und dann handle ich weg von diesen Volumenbalken eben auf Trend nach oben oder auch nach unten. Das ist dabei völlig voneinander losgelöst. Also Volvol ist noch nicht unten. Wir können mal schauen in der Vergangenheit, wenn es solche Signale gegeben hat. Hier gab es ein solches Signal. Da gab es dann diesen Abwärtstrend hier, der sich noch fortsetzte bis hierhin. Das war so eine Short-Bewegung, ein Short-Trend. 239 Kerzen ging das und das ging 23% runter. Das war ganz, ganz ordentlich. Dann gab es hier eine entsprechende Trading-Situation. Bis hier. Immerhin noch 20%. Auch jetzt nicht so der riesige Move, aber ordentlich. Dann gab es 2,8 ist ein bisschen extrem, da müssen wir. So, dann gab es hier eine Breakout-Situation, da ging es erstmal in die falsche Richtung. So 7, 8% in die falsche Richtung. Und dann wurde die Geschichte gedreht auf diesem Niveau. Und bis hierhin ging es dann in die richtige Richtung. Also 26% nach unten konnte man mitnehmen. Vorher war man 7% auf der falschen Seite unterwegs. Also das ist schon eine recht angenehme Geschichte. Das hier war natürlich der Kracher damals, 2,7 auf 2,8, gab es ein gigantisches Signal, gigantisch, wie man dann später herausgefunden hat, also vom Ausmaß her, super. Da der Einstieg, man wurde reingetriggert und hier gab es dann schon das Ausstiegssignal. Ist dann zwar noch viel weiter gelaufen, aber da war man dann nicht mehr dabei. Und jetzt haben wir eben, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, jetzt haben wir hier die Situation, dass die Vola im Moment noch weiter abfällt. Die wird irgendwann von einem niedrigen Niveau aus anziehen. Dann bekommen wir hier auch ein Signal, dass wir das Ganze offensiver handeln können. Im Moment bin ich noch vergleichsweise verhalten positioniert, aber ich persönlich gehe davon aus, weil wir auch wir haben sehr bullische COT-Daten. Die Commercials haben da in diesem Markt zuletzt sehr aktiv gekauft. Können wir mal schauen, ob wir das irgendwo hier auch sehen können, auch wenn die Historie da ein bisschen irritierend sein kann, aber wir sehen hier die Commercials, das ist die grüne Linie, die haben hier zuletzt doch recht ordentlich zugelangt wieder. Mit diesem leichten Rücksetzer im Markt, 10% runter, haben die richtig aggressiv gekauft. Und wenn das passiert, das war hier auch der Fall, da gab es immer Erholungsschübe, wenn die Commercials sehr offensiv vorgegangen sind. Nicht immer sofort, manchmal gab es noch Preisschwankungen, wie hier 2013, Ende 2013 waren die Commercials hier schon sehr, sehr bullisch positioniert bei 710, 720 und man musste dann nochmal so 10% Drawdown aushalten. Dann gab es aber einen Schub auch von 15%.
fast 20% oder über 20% sogar. Also das hat sich dann am Ende auch gelohnt. Und jetzt ist die Situation eben auch so. Wir haben eine extrem niedrige Preis-Produktionskosten-Ratio. Das sieht man jetzt hier nicht, aber da habe ich internes Research, was ich da betreibe. Und da kann man sehen, wir haben eine Situation wie damals im Jahr 2000, wie im Jahr 2005, glaube ich. 2010 hatten wir auch so eine Situation. Gut, mit diesen Preisdarstellungen kann man natürlich unmöglich arbeiten. Wir gucken uns das Ganze mal auf dem richtigen Chart an. So, da schaut das schon mal ein bisschen anders aus. Und da seht ihr mal den Unterschied. Wir rufen mal den anderen Chart auf. Und das ist ein ganz, ganz gefährliches Feld. Also gerade so Daten, Kursdaten sind ja teilweise völlig unterschiedlich. Und die Darstellung der Charts sind ja mitunter haarsträubend anders. Und das muss man natürlich erstmal herausfinden für sich. Oder man muss jemanden haben, der es einem sagt, mit welchen Charts kann ich denn was machen? Und mit welchen sollte ich tunlichst vermeiden zu arbeiten. Wenn ihr das mal euch anschaut hier, ich weiß nicht, wie weit der Wochenchart zurückreicht. Ne, zu kurz, da müssen wir den Monatschart nehmen. Hier, 2000. Das sieht ja aus, als wäre das nur gefallen mit einem kurzen Ausreißer hier. Aber das ist ja eine Darstellung, die ist ja so und damit komplett anders gegenüber der hier. Hier 2000. Das ist die deutlich realistischere Darstellung, weil hier sind die Kontrakte anders justiert. Also 2000 war ein guter Kaufzeitpunkt. Damals war die Preis-Produktionskosten-Ratio auch sehr, sehr niedrig. Ich glaube, ich habe sogar den Slide hier irgendwo drin. Schaue ich mal. So, Preis-Produktionskosten-Ratio. Die ist jetzt auf einem, oder Stand 2016, auf einem neuen Tief. Wir haben 2000 ein Tief gehabt, ein historisches Tief, 2005 und 2010 nicht ganz so tief, aber war auch ein lokales Tief. Also merken wir uns eben, ähnlich wie wir es gestern gemacht haben, für Kakao. Da haben wir uns angeschaut, Lagerbestände, wenn die hoch sind, ist das denn negativ? Mittel- bis langfristig auf Sicht von 1 bis 3 Jahren oder ist es positiv? Und da haben wir gesehen, es ist positiv. Natürlich, im Moment schwächelt der Markt noch, aber es geht ja darum, was macht er auf Sicht von 2, 3 Jahren? Dass ich im Moment, wenn ich jetzt sehr kurzfristig orientiert bin, vielleicht auf der Short-Seite oder nicht vielleicht, sondern mit Sicherheit auf der Short-Seite eher Gewinne gemacht habe, völlig klar. Aber dass, wenn wir jetzt von großen Schwüngen sprechen, dass ich da irgendwie nochmal 10% Short mitnehmen kann, klar. Wir sprechen aber hier von Bewegungen von 50%, 100% oder mehr, die der Basispreis macht, also der Future selbst. Und da ist es auch hier so, Preis-Produktionskosten-Ratio im Weizen 2000, 2005, 2010 waren die historischen Tiefs in dieser Preis-Produktionskosten-Ratio. Das ist etwas, was auch mein eigenes Research ist, was ich ja eben den Kunden zur Verfügung stelle, beziehungsweise da auch immer wieder aufzeige, was man aber so jetzt frei im Internet, glaube ich, nicht finden wird. Also ich habe das jedenfalls noch nicht gefunden, aber vielleicht habe ich auch einfach nicht gesucht, weil ich es selbst mache. Also jedenfalls 2005, 2010, 2000, 2005, 2010. Schauen wir uns an. So, 2000, Kaufzeitpunkt wäre gut gewesen. Es schoss nicht nach oben, es hat gedauert. Bis 2002, man musste also 2,5 Jahre drin bleiben, aber also 2 bis 2,5 Jahre drin bleiben, aber dann hat sich der Preis um 30%, fast 40% nach oben bewegt. Ich persönlich denke, man kann für 30% Performance im Future selbst durchaus auch mal 2 Jahre warten. Vielleicht
bin ich da auch viel geduldiger als alle anderen. Aber ich denke, das ist nicht so falsch, wenn man das machen kann. 2005 haben wir auch gesehen. 2005 war das ein günstiges Einstiegsniveau, wenn man gesagt hat, okay, 2, 3 Jahre Perspektive oder nicht. Klar, wenn ich 2,5, wir wissen nicht genau, wann das ist, bezieht sich ja immer auf das gesamte Erntejahr, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten Anfang 2,5 gekauft. Dann wären wir vielleicht hier rein, wir wären mal im Plus gewesen, mal im Minus, mal im Plus, mal im Minus, mal im Plus, mal im Minus. Dass man vielleicht in dieser Zeit mit Range Trading oder mit Short Handeln vielleicht sogar noch ein bisschen Geld gemacht hätte, völlig klar. Aber es geht um die großen Bewegungen. Was ich zum Beispiel in der Million-Dollar-Challenge versuche zu nutzen, sind große Schwünge. Wir brauchen große Schwünge, wir brauchen große Schübe, weil das Konto noch nicht groß ist. Also brauche ich große Schübe. Einzelne Positionen müssen große Distanzen zurücklegen, weil mit diesem Klein-Klein, ich kann natürlich, wenn ich ein Konto habe von 1 Million, dann kann ich auch kleine Schwankungen ausnutzen und da bleibt nominal auch was hängen. Aber das geht eben mit einem kleinen Konto nicht, deshalb brauche ich große Schwünge. Und genau das ist der Charakter, den wir dort auch in den Trades haben. Und den ich natürlich in meinem privaten Handel auch nicht durchgängig, weil da mache ich auch sehr viel Daytrading, aber bei Swing Trades auch teilweise drin habe. Es geht also viel mehr darum, es geht nicht darum, wo stehen wir in 3 Monaten, wo stehen wir in 6 Monaten. Das kann sein, dass ich da schlechter stehe. Aber es geht darum, wo stehe ich nach 2 Jahren, wo stehe ich nach 3 Jahren. Und da sieht man hier, wenn man 2,5 eingestiegen ist, war man schon Ende 2,6, also so nach, sagen wir mal, maximal 1,5 Jahre, wenn man jetzt. Wir wissen ja nicht genau, wann wir da eingestiegen wären in diesem Jahr, aber wenn wir mal vom schlechtesten Zeitpunkt ausgehen, nämlich Anfang des Jahres, dann wären es 1,5 Jahre gewesen und dann hätte der Preis sich schon um mehr als 50% nach oben entwickelt gehabt. Und wenn man nochmal ein Jahr weitergeht, wenn man also insgesamt 2 Jahre drin oder 2,5 Jahre drin gewesen wäre, dann hätte sich der Preis schon um 250% nach oben bewegt gehabt. Und wer keine Geduld hat, von 2 Jahren oder lass es 3 Jahre sein, um so eine Performance machen zu können. Ja, gut, dem ist nicht zu helfen. Also völlig klar, es wird auch nicht so sein, dass man jetzt hier eine Verdreifachung oder Vervierfachung im Weizen-Future voll mitnehmen wird. Davon ist gar nicht die Rede. Aber was ich eben weiß, ist, aus solchen Situationen heraus gab es immer Anstiege von 50% aufwärts. Also will ich zumindest mal so diese 30 bis 50%, die eigentlich relativ sicher sind, also je nachdem, wonach man bemisst. Es gibt nach COT-Daten, die auch bullisch ausschauen, Preis-Produktionskosten-Ratio, da gab es immer mindestens 30, 33% Anstiege ausgehend von diesem Jahresmittelpreis. Also 30 bis 50% obendrauf satteln möchte ich ausgehend von diesem Niveau. Davor würde ich nicht rausgehen wollen. Und das braucht aber Geduld. Und das ist ja das, was man auch an der Historie sehen kann. Also 2000 war es ein günstiger Zeitpunkt. Es gab einen Schub von 30%. 2005 war es ein günstiges Niveau, auch ein günstiger Zeitpunkt. Auf Sicht von 2, 3 Jahren gab es kaum eine Möglichkeit, besser reinzukommen. Das war einfach der Kaufzeitpunkt. Oder das war das Kaufjahr. Und dann haben wir gesehen, 2010 war auch ein Jahr, in dem die Preis-Produktionskosten-Ratio sehr, sehr niedrig war. Wenn wir da Anfang 2010, wir wissen es ja, wie gesagt, nicht genau, weil es sich ja eher auf das Jahresmittel oder auf das gesamte Erntejahr bezieht. Aber gehen wir mal vom Schlechtesten aus. Wir hätten direkt Anfang 2010 einen Einstieg vorgenommen. Dann wäre man so bei 580, 550, 580 wäre man rein und zwischenzeitlich wäre man bei 430 gewesen. Heißt ungefähr 20% Drawdown. Sei erstmal 20% hinten in einem Rohstoff und bleib noch gelassen da drin. Aber das ist eben notwendig. Also wenn man sich den Chart anschaut und sich nicht bewusst macht, sagt man, oh, das war doch gut, 2010 einsteigen, super. Es ging ja dann senkrecht nach oben. Aber dass es da zwischenzeitlich, wenn ich in dieser Situation drinstecke, dass es zwischenzeitlich 10, 20% auch gegen mich gelaufen ist, das wäre jetzt, wir gehen bei Weizen rein bei 440 oder 430 und dann läuft das runter auf 350, 340, 330. Das wäre die Situation. Also das ist ja schon eine ganze Strecke. Und das ist das Problem. Auf den Charts schaut alles immer locker und lässig aus. Wenn ich dann drin bin und merke, oh, die ersten 5% sind weg, die nächsten 10% sind weg, auf einmal bin ich 20% hinten,
dann gehen nämlich genau diese Zweifel los. Im Nachhinein sehe ich natürlich, ach genau, 2000 war super einzusteigen, 2005, 2010, aber ich muss eben wissen, jetzt ist wieder so eine Situation, die ist schon seit einem halben Jahr so und wir sind aber noch in dem Stadium, wo dieser Markt noch nicht das macht, was er machen wird, nämlich ansteigen, wo er noch darum eiert oder sogar noch ein bisschen im Abwind ist. Das muss ich wissen. Diese Phasen sind also immer gewesen. 2005 war das auch so. Da ist es rumgeeiert ein Jahr lang. 2010 auch ein paar Monate noch mit hin und her. 2000 war es eigentlich kaum so. Da ist es direkt angelaufen. Zumindest ist man preislich nicht mehr wesentlich nach unten gegangen. Aber es hat gedauert 2 Jahre, bis dann dieser Schub kam. Ich muss also Geduld haben und ich muss eine gewisse preisliche Schwankungstoleranz haben. Wenn ich das habe, bin ich von 2010 ausgehend, wo man so bei 500, vielleicht 550 reingekommen ist, ging es dann rauf innerhalb von einem Jahr auf knapp 900. Das heißt, auch da haben wir wieder diese 50% Anstieg und ich kann mich also ganz gut orientieren. Ich weiß also 40, 50%, die kann ich ungefähr rechnen. Und das würde jetzt bedeuten, dass wir im Weizen-Future, um da auch mal konkrete Zahlen zu nennen, wie wir es ja auch vorhin gesehen haben, wir haben es anhand des Effizienz, der Effizienzanalyse, also des Market Profiles gesehen, man darf davon ausgehen und muss damit rechnen oder darf damit rechnen, dass es wahrscheinlich so in die Region Minimum 530, eher wahrscheinlich sogar 580 gehen wird. Das würde, 580 würde ungefähr so diesem Niveau entsprechen, dann hätten wir so 30% zugelegt, 30, 40%, haben wir gesagt, kann man rechnen, eher sogar 40, 50% im Normalfall, also eher in Richtung 580, wenn es denn mal losgeht. Aber die Sache wird natürlich sein, wenn man da ein Jahr lang drin gehangen hat in so einer Position vorher, dann wird man wahrscheinlich froh sein, wenn das Ding dann überhaupt mal im Plus ist und wird dann sagen, komm raus. Das ist genau der große Fehler. Ich muss also bei solchen Geschichten, wir sprechen ja jetzt nicht von Intraday-Trades, wie ich sie auch jetzt diese Woche gemacht habe, die ja schnell abgeschlossen sind und wo ich sofort das Ergebnis sehe, sondern wir sprechen jetzt von Schwüngen, die für jeden Investor, für jeden privaten Trader, der vielleicht wenig Zeit hat und der es nur nebenberuflich machen kann, die für jeden handelbar sind und umsetzbar sind. Aber warum kriegt das kaum jemand hin? Diese Frage muss man sich stellen. Es funktioniert ja. COT-Daten funktionieren, Preis-Produktionskosten-Ratio funktioniert, aber es gibt haufenweise Leute, die dort zweifeln, die kapitulieren, die viel zu früh rausgehen oder sich am Tief rausschütteln lassen und dann bei den guten Bewegungen nicht dabei sind. Ich habe für mich jedenfalls gelernt, es ist immer ganz gut, wenn man längere Zeit belächelt wird. Dann fühle ich mich am wohlsten in den Positionen, weil ich dann weiß, ich bin definitiv richtig positioniert. Die Profite kommen hundertprozentig. Das hat nichts mit übersteigertem Selbstvertrauen zu tun oder mit Abgehobensein, überhaupt nicht. Ich bin da sehr geerdet und weiß eben, es braucht 2, 3 Jahre, es wird 20% schwanken gegen mich, mitunter auch mal 25, 30% schwanken gegen mich. Aber es ist fundamental, absolut logisch. Und es hat immer funktioniert. Es wird auch jetzt funktionieren, bin ich mir sehr sicher. Wenn nicht, wird man das ja sehen in 2, 3 Jahren. Aber die meisten nehmen solche Bewegungen nicht mit, weil sie einfach ängstlich sind, weil sie nicht mit diesem Warten, also mit der zeitlichen Varianz, mit der preislichen Varianz umgehen können. Da muss man sich, glaube ich, wirklich mal intensiver damit befassen, denn ansonsten wird man auch immer bei diesen Bewegungen hier, bei diesem Schub, bei diesem Schub und bei diesem Schub nicht mal nur ein Stück dabei sein, sondern man wird gar nicht dabei sein. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn es so sein sollte. Also, zusammengefasst, bei Weizen bin ich schon mit ersten Positionen long, werde das auch konsequent weiter verfolgen. Und Zielregion Minimum 530, das wäre so vom Market Profile das nächste Effizienzlevel, wahrscheinlich aber eher 580. Heißt also vom jetzigen Niveau aus 20, eher sogar 30 bis 40% Anstieg nochmal. Das ist das, worauf ich hier abziele. Und das braucht natürlich Geduld. Das kann also durchaus sein, dass ich da noch 1, 2 Jahre drin hänge in dieser Geschichte. Aber am Ende sollte es sich dann auszahlen. Davon ist jedenfalls auszugehen. Wir machen eine Pause von ungefähr 20, 25 Minuten, machen so um
11.10 Uhr machen wir weiter. 11.10 Uhr machen wir weiter, also knapp eine halbe Stunde Pause machen wir und dann geht's weiter. So, wir machen weiter. So, also. Wir haben heute Donnerstag. Es dreht sich an dieser Woche primär darum, oder soll sich darum drehen, wie schaut so der Alltag aus? Und da haben wir eigentlich schon tiefe Einblicke gehabt, oder ihr habt tiefe Einblicke bekommen, weil genau das ist mein Alltag. Ich schaue mir Statistiken an, ich muss mich auf den Handel entsprechend vorbereiten. Typischerweise die meisten Setups, die ich handle, arbeiten erst nachmittags, also erst so ab 14 Uhr. Es gibt ein paar, die vormittags arbeiten, aber im Moment pausieren. Ein Setup auf das britische Pfund arbeitet ab Mai wieder, pausiert aber im April. Setup auf Kaffee pausiert im April, wird dann ab 14 Uhr immer handeln. Im Mai wieder. Der Mai ist dort der beste Performance-Monat. Von daher ist es jetzt im Moment auch so ein bisschen ruhiger. Und ich hatte auch gerade beim World Cup auch eine starke Performance-Phase, gemessen an dem, was ich so im Durchschnitt per Anno mache. Von daher ist es ganz natürlich, dass dort so ein bisschen das Tempo rausgenommen wird. Spezifische Handelsvorbereitung für den heutigen Tag schaut so aus. Wir haben heute keine allzu besonderen News, die da gehandelt werden könnten. Das ist dann eher nächste Woche der Fall. Nächste Woche Donnerstag dann EZB-Meeting. Das wird dann gehandelt. Natural Gas haben wir heute Lagerbestandsdaten, aber die Strategie, die ich dort handle, pausiert vom 1. März bis 1. August. Das heißt, auch da ist es so, dass ich eben eigentlich etwas hätte, was zu dieser Zeit arbeitet, was donnerstags arbeitet, aber eben im Moment nicht. Von daher sind schon alleine drei Basisstrategien, die einfach im Moment nicht arbeiten. Und wir haben zudem heute auch keine besonderen News, wie EZB-Meetings oder dergleichen. Von daher wird das ein vergleichsweise unspannender Donnerstag, vermute ich mal. Was ganz wichtig ist, man muss verstehen, es gibt immer wieder sehr spezifische Situationen am Markt. Es gibt immer wieder sehr spezifische Situationen am Markt. Zum Beispiel ist Handelstag nicht gleich Handelstag. An einzelnen Handelstagen schwankt der Markt stärker, was natürlich ist. An einigen ist er trendiger. Wir haben darüber gesprochen, was den Dienstag angeht. Natürlich in dieser Woche war der Dienstag eben kein bullischer Tag, das haben wir dann auch gesehen. Aber wenn ich das wieder und wieder mache und nur darüber geht es, wenn ich also immer seit Jahren und auch noch in Jahren immer wieder den Dienstag long handle im S&P, dann habe ich einen Gewinnvorteil gegenüber blindem Investieren oder im Markt bleiben. Also dann setze ich Breaks oder akzentuiere einzelne Tage und dann funktioniert diese ganze Geschichte auch. Aber natürlich jetzt die einzelne Woche, der einzelne Tag, das kann gut gehen oder auch schlecht gehen, das muss klar sein. Aber es sollte jeder verstehen, es gibt sehr spezifische Situationen am Markt. Ich habe Strategien, die teilweise einfach nur den Wochentagsnamen haben. Wir haben eine Strategie, die heißt Monday Bonds. Die arbeitet immer montags im Bondmarkt. Warum? Weil montags und freitags inzwischen die Tage sind, in denen der Bondmarkt außergewöhnlich stark ist. Nicht immer, aber wenn ich immer montags auf der Long-Seite unter bestimmten Bedingungen natürlich, nicht blind, aber unter bestimmten Bedingungen tendenziell montags diesen Markt long handle, habe ich auf Dauer einen Gewinnvorteil. Wenn ich bei Gold an bestimmten Tagen agiere, habe ich einen Gewinnvorteil. Und die Donnerstage haben auch ihre Eigenheiten. Donnerstag ist zum Beispiel so ein Tag, der bei Trendsystemen, ich handle im S&P primär Trendsysteme, Intraday-Trendsysteme, da ist der Donnerstag ein Tag, der insgesamt eher ein Nullsummenspiel produziert, auf lange Sicht. Da sind auch tolle Donnerstage dabei, völlig klar. Aber insgesamt ist der Donnerstag kein Trendtag. Ab und zu, ja. Aber wenn ich das wieder und wieder mache, wenn ich tausende von Wiederholungen habe, dann werde ich an Donnerstagen mit Trendstrategien nichts verdienen. Mit Counter-Trend-Strategien hingegen schon. Und es gibt eine Strategie, die speziell auf den Donnerstag gemünzt ist, die nur donnerstags handelt im S&P und die ich dort heute auch traden werde. Die macht sich die Eigenheit dieses Marktes zu nutzen, dass der Markt an Donnerstagen zwar ausschlägt,
in bestimmte Richtungen, aber meistens dann diese Bewegung wieder kontert. Und er verhält sich eben nicht an jedem Tag so. An Dienstagen würde diese Technik nicht funktionieren. An Montagen würde ich gar keine Ausführung bekommen meistens, dort wo ich die Orders absetze. Aber an Donnerstagen funktioniert das sehr, sehr gut. Hier sehen wir die Equity von dieser Strategie, die handelt natürlich nicht oft, weil sie setzt Limits in den Markt. Und die werden nicht immer, also erstens mal nicht immer gibt es ein Setup, nicht jeden Donnerstag gibt es ein Setup, nicht immer sind die Voraussetzungen überhaupt erfüllt für einen solchen Trade. Und wenn sie erfüllt sind, dann platziere ich eine Order in den Markt, die wird aber natürlich nicht immer ausgeführt. Deshalb ist die Equity auch so stetig, weil die Strategie natürlich nicht jeden Donnerstag handelt. Wenn ich jetzt da keinen Filter drin hätte und jeden Donnerstag blind das traden würde, würde es natürlich deutlich weniger glatt ausschauen vom Verlauf her. Also völlig klar. Das ist auch der Haken dabei. Also was heißt Haken? Es ist eigentlich eine völlig normale Begebenheit. Aber ich muss eben wissen, wenn ich Sachen haben möchte, die gut funktionieren, die stabil sind, dann werden diese mir alleine, wird eine Strategie alleine nicht ausreichen, um damit seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können. Weil eine Strategie, die, was weiß ich, nur donnerstags handelt, ja gut, die bringt mir halt vielleicht ein paar tausend Dollar im Jahr, aber das reicht nicht, um davon leben zu können. Von daher brauche ich für spezifische Situationen in jedem Markt sozusagen eine Antwort. Und das ist in sämtlichen Bereichen auch so. Ich glaube, die guten Leute in jedem Bereich sind diejenigen, die sehr breit aufgestellt sind und die für verschiedenste Komplikationen oder für verschiedenste Problemstellungen eine Antwort haben. Nehmen wir mal Sänger. Sänger werden wahrscheinlich, ein guter Sänger wird verschiedenste Repertoires drauf haben, wird verschiedene Genres drauf haben. Ein guter Arzt wird wahrscheinlich auch ein bisschen mehr können, als nur in seinem spezifischen Fachgebiet gut zu sein. Es ist überall ein guter Programmierer oder ein guter ITler wird wahrscheinlich auch ein breites Wissen, eine breite Wissensbasis in diesem Bereich haben. Also es ist insgesamt gut, wenn ich auf verschiedenste Situationen, gute Fußballer haben, sind vielleicht beidfüßig, können vielleicht auch auf mehreren Positionen spielen. Also es ist insgesamt gut, wenn ich einfach für verschiedenste Situationen, die auftreten können, eine Antwort habe. Wenn ich jetzt nur ein System habe, wird das mitunter schwierig, dass ich da mich insgesamt sehr smart im Markt bewege. Und auch hier wird es aber so sein, das muss man sich auch mal bewusst machen, das gab hier auch mal ein Jahr, wo es flat lief, also wo man hier von Trade 25 bis Trade 35 nicht vom Fleck kam. Man ist mal im Gewinn gewesen, dann wieder im Verlust. Man trat auf der Stelle. Also das wird einfach vorkommen. Die Strategie arbeitet vergleichsweise selten, wie gesagt, und hat auch keine riesigen Gewinnspannen. Deshalb ist auch die Trefferquote sehr hoch. Die Trefferquote liegt so um die 90%, 88%, Trefferquote. Aber das darf nicht blenden, denn die Strategie verdient auch pro Trade nicht so viel. Das, also von daher, das ist eine Möglichkeit, das ist eine Antwort für die Donnerstagsproblematik, wenn man von Problematik sprechen möchte. Aber man darf sich von solchen Equities nicht blenden lassen, weil das, wie gesagt, das ist jetzt hier übrigens, falls man sich an den Zahlen dort orientiert, das ist jetzt auf 0,1 Lot gerechnet, weil das mit dem Algo-Trader vom Klaus Müller, von dem Programmierer, von mir gemacht wurde. Also ich trade das natürlich mit einem Kontrakt und dann kommt das Zehnfache raus. Das heißt also, man hätte jetzt hier nicht 6.000 Dollar verdient, sondern man hätte 60.000 Dollar verdient mit 60 Trades oder mit 61 Trades. Also das nur, falls irgendjemand sagt, ja okay, das bringt ja jetzt nicht viel. Das ist auf 0,1 Lot gerechnet, weil er das mit seinem Algo-Trader gemacht hat, der MetaTrader basiert ist. Also das nur als Hintergrundinformation, was diese Zahlen angeht. Daran also nicht, dadurch nicht irritieren lassen. Also das wird etwas sein, was ich heute handle. Da muss ich um 15:30 Uhr am Rechner sein und den Preis ablesen, den Kurs ablesen und weiß dann, wo ich, also ob ich eine Order in den Markt zu legen habe und wo ich sie in den Markt zu legen habe. Wenn wir von spezifischen Situationen sprechen, dann ist es so, dass wir da ganz gute Orientierungshilfen haben anhand von Statistiken. Und Statistiken sind auch im Internet verfügbar. Viele nutzen sie halt nicht, beziehungsweise schauen sie sich nicht an. Und gerade es hilft ungemein von diesem Knobeln, von diesem Würfeln, was wir alle so oft und gerne betreiben. Es hilft ungemein, mal davon wegzugehen und zu sagen, okay,
Jetzt lass mal den Gewinnvorteil ein bisschen auf meine Seite bringen auf Dauer. Wenn ich im Orangensaft traden möchte, was sind dann die Tage oder zu welcher Zeit in der Woche habe ich denn bessere Chancen dort auf der Long-Seite? Zu welcher Zeit habe ich denn bessere Chancen auf der Short-Seite? Und wir haben heute Donnerstag, deshalb auch diese Folie. Wenn ich also nach Trading-Chancen für den Donnerstag suche, dann wäre zum Beispiel der Orangensaft-Future auch, wenn ich jeden Donnerstag nehme, wenn ich immer wieder donnerstags etwas mache, dann wäre der Orangensaft-Future donnerstags auch interessant. So gegen 16:45 Uhr, 17 Uhr setzen da häufige Aufwärtsbewegungen ein, die bis tief in den Freitag hineinreichen. Das wird natürlich nicht jede Woche funktionieren. Und ob das jetzt heute funktioniert, keine Ahnung. Aber wenn ich Orangensafthändler sein möchte, wenn ich dort traden möchte, dann ist es von dem überhaupt keine Ahnung haben, hin zu dem, okay, donnerstags ist der beste Tag. Wenn ich also immer wieder donnerstags in Orangensaft investiere und freitags abends rausgehe oder montags früh rausgehe, dann werde ich mich damit besser im Markt bewegen, als wenn ich einfach nur blind immer drin bin. Weil da habe ich natürlich auch viel Verschnitt oder wenn ich einfach blinde Einstiege wähle. Also es ist einfach, es bringt den Gewinnvorteil ein Stück weit auf meine Seite. Vom Münzwurf kommen wir ein bisschen in die richtige Richtung, aber es wäre natürlich völlig naiv zu glauben, okay, ach so, immer donnerstags um 16:45 Uhr unserer Zeit long, dann mache ich das. So funktioniert es natürlich nicht. Man braucht natürlich noch eine Preisbestätigung, man braucht eine Absicherung für die Fälle, wo es auch nicht funktioniert, denn es wird auch öfter mal nicht funktionieren. Aber es geht darum, überhaupt erstmal eine Idee zu bekommen, wie kann ich denn am Markt agieren? Da gehen wir dann, also das geht jetzt so ein bisschen in den Bereich Systementwicklung. Und es wird ja heute Abend noch ein Webinar geben, wo ja auch die meisten dabei sind. Wo es ja spezifisch ums systematische Traden geht oder systematisch erfolgreich traden geht. Also das bringt mir einfach nur mal so eine grobe Orientierungshilfe. Es ist auch generell wichtig zu wissen, was machen die einzelnen Händlergruppen am Markt, um welche Uhrzeit? Um welche Uhrzeit agieren denn die Großen, die Commercials typischerweise? Wann kommen denn die Fonds dazu? Das ist in den US-Märkten typischerweise so ab 14 Uhr unserer Zeit, 14:30 Uhr unserer Zeit, 15 Uhr unserer Zeit. Da kommen dann die großen Akteure an den Markt. Das muss man sich nur mal im Orderbuch anschauen, im S&P. Dann sieht man das. Nur, das ist auch vollkommen logisch, weil da sind die anderen Kontrahenten auch da. Also kommt das große Geld zu dieser Zeit dort an den Markt. Und alleine das zu wissen, okay, wann grob agiert denn wer? Nicht immer an jedem Tag, nicht immer im gleichen Ausmaß, nicht immer im gleichen Modus, aber einfach, um mal zu sagen, okay, wann sind denn total diffuse Zeiten? Wegschneiden. Wann kann ich es überhaupt nicht kalkulieren oder wann ist es schlecht? Wegschneiden. Und dann sich zu fokussieren auf Abschnitte, die potenziell interessant sind. Nicht jedes Häkchen, was hier in so einem intradezisionalen Chart zu sehen ist, handeln, aber einfach mal zu schauen, okay, was ist denn jetzt der beste Zeitpunkt, um in diesem Markt zu agieren auf der Long-Seite? Und das wäre hier, wenn man das wieder und wieder macht. Das wird sich aber erst nach Dutzenden, wahrscheinlich nach Hunderten von Trades, wird sich das auswirken. Also wenn ich immer donnerstags auf der Long-Seite nach der anfänglichen Schwäche mein Heil suche, dann wird das funktionieren. Aber nicht einmal probieren, oh, hat nicht funktioniert, mache ich nie wieder. Das kann nicht funktionieren. Wenn man so denkt oder wenn man so ängstlich ist, dass man so agieren würde, Finger weg, dann kann das gar nicht funktionieren. Aber wenn wir von Donnerstagen sprechen und heute ist ja Donnerstag, dann wäre das zum Beispiel eine Option, dass man im Orangensaft-Future schaut, so gegen 16:45 Uhr, 17 Uhr, ob das Ding anfängt nach oben zu laufen. Das wäre zum Beispiel eine grundsätzliche Handelsidee, aber hierfür braucht es natürlich ein System, was klaren Regeln unterliegt. Und ich würde jedem abraten, irgendetwas zu traden, nur auf so einer Basis hier, ohne dass man vorher weiß, wo setze ich denn den Stop und warum setze ich ihn da und wo und wie gehe ich denn raus. Also das muss man statistisch auswerten und muss schauen, ob das denn so überhaupt funktioniert. Also nur, dass man jetzt sagt, okay, das bringt mir schon mal was, wenn ich donnerstags immer um 16:45 Uhr long gehe, das würde nicht funktionieren. Ich muss wissen, wo ist die Deadline für diese Geschichte. Und da brauche ich dann eine statistische Auswertung und da kommt dann natürlich auch der Computer ins Spiel, der Backtest ins Spiel, wenn ich so etwas entwickeln will. Aber
So geht das los, dass man erstmal grundsätzlich beobachtet oder Informationen bekommt, wann passiert denn in einem Markt was? Montags, Bondmärkte stark, freitags inzwischen auch Bondmärkte stark, dienstags tendenziell Aktienmärkte trendig. Weiß ich schon mal, dienstags stelle ich mich nicht gegen den Trend im Aktienmarkt. Das kann auch schon mal Fehler vermeiden, wenn man vielleicht grundsätzlich eher der antizyklische Trader ist und dienstags stellt man sich dann auf einmal immer wieder gegen eine Aufwärtsbewegung. Ja, und wundert sich vielleicht, warum es nicht funktioniert, dann weiß man, okay, das hat seinen Grund. Und wenn ich jetzt Orangensaft traden möchte, weiß ich, donnerstags ist hier ein guter Tag dafür auf der Long-Seite. Donnerstags ist auch so gegen, ja, gegen 14 Uhr, 15 Uhr ist es ein ganz guter Zeitpunkt, um bei Sojabohnen, also generell bei den ganzen Sojabohnen-Geschichten, Sojabohnenöl, Sojabohnenmehl, Sojabohnen selbst, auf der Short-Seite einen Einstieg zu suchen. Und das Ganze bis freitags abends zu halten. Also das ist auch eine Möglichkeit, aber das ist auch noch kein geschlossenes System. Es gibt nur erstmal eine Idee vor. Da ist ein stärkerer Effekt, eine Regelmäßigkeit zu beobachten, aber ich brauche zwingend auch das komplette Regelwerk dazu. Ich muss wissen, wo ist denn der Stop? Wo ist die Deadline dafür? Weil alleine darüber, man muss sich das nur mal vor Augen führen, gerade bei solchen Rohstoffen. Also ich will nur mal erklären, warum es nicht funktionieren würde, dass man jetzt sagt, okay, cool, ich habe diesen Chart gesehen. Auf Basis dieses Charts sage ich jetzt immer donnerstags um 14 Uhr Short im Sojabohnenmehl. Das würde alleine deshalb insgesamt auf Dauer nicht funktionieren, weil wenn ich in so einem Markt keine Deadline setze, wenn ich nicht genau weiß, wo muss der Stop sitzen, und da ist es nicht damit getan, dass man sagt, ja gut, Tageshoch, knapp darüber, funktioniert nicht. Der Markt hat eine bestimmte Bewegungsamplitude, der hat eine bestimmte Schwankungsbreite und die muss ich respektieren. Wenn ich die nicht respektiere, wird es ganz, ganz problematisch und deshalb muss ich da eine statistische Auswertung haben. Ich muss auch wissen, wie weit läuft das Ding dann? Brechen die Bewegungen denn ab irgendwann nach einem bestimmten Ausmaß oder zieht das durch bis freitagsabends? Das muss ich wissen und es würde deshalb nicht funktionieren. Gerade in so einem Markt, wenn es mal, das kann ja jetzt, sagen wir mal, neunmal funktionieren und ich habe neunmal vielleicht 1% Gewinn oder ein halbes Prozent Gewinn im Durchschnitt bei den neun Gewinner-Trades. Bezogen auf den, wir sagen jetzt mal im Basiswert, ein halbes Prozent gewinne ich bei jedem dieser neun Trades. Jetzt kommt der zehnte Trade und da läuft es 10% gegen mich. Dann macht es Bumm und ich bin insgesamt im Minus. Warum? Weil ich nicht weiß, wo die Deadline ist, weil ich keine Absicherung drin habe. Und es ist nicht damit getan, irgendeine Absicherung reinzubauen. Das ist nirgends damit getan. Ich setze mich ja auch nicht, wenn ich jetzt Programmierer wäre, setze ich mir ja auch nicht hin und sage, okay, was soll ich jetzt hier machen? Ein Programm schreiben? Ich nehme mal irgendeine Programmiersprache und baue da einen Teil rein, sondern ich muss wissen, was möchte ich denn machen? Welche Sprache ist dafür geeignet? Wie komplex ist die Geschichte? Wie sehr ins Detail geht es? Und also es ist nirgendwo damit getan, irgendwas zu machen. Ein Chirurg, der sagt, was haben Sie? Blinddarmdurchbruch? Ja gut, schneiden wir mal irgendwo ein Loch in den Körper rein. Das würde nicht funktionieren. Warum also soll es an der Börse funktionieren, dass man irgendwo irgendetwas macht, irgendwo einen Stop setzt und sagt, ja gut, und jetzt? Funktioniere bitte. Kann nicht funktionieren. Also von dieser Vorstellung muss man sich verabschieden. Das hier, was wir gerade besprechen, ist nur der erste Anstoß in Richtung Systementwicklung, in Richtung eines vom Münzwurf weggehenden Handelns, was mir also sagt, okay, ich habe bislang keine Ahnung gehabt, wie sich Sojabohnenmehl verhält unterwöchig. Jetzt habe ich die Idee bekommen oder jetzt habe ich die Orientierungshilfe bekommen, dass es tendenziell dazu neigt, donnerstags nachmittags zu schwächeln. Also versuche ich das zu nutzen. Aber es braucht dann natürlich noch weitere Schritte. Aber weil wir an einem Donnerstag sind, das ist auch ein Markt, der donnerstags interessant ist. Donnerstag auf Freitag. Ähnlich beim kanadischen Dollar. Kanadischer Dollar sehr eng korreliert mit dem Goldpreis, natürlich aufgrund der Minen auch dort. Und ich hätte zum Beispiel auch gedacht, vor einigen Jahren noch, hätte ich gedacht, okay, alle Währungen verhalten sich gleich, also alle Währungen, die gegen den Dollar gehandelt werden, verhalten sich gleich unterwöchig. Es gibt schon Ähnlichkeiten, also wenn man sich jetzt den Euroverlauf anschaut, dann schaut er ähnlich aus wie hier unterwöchig. Aber es gibt da schon auch Unterschiede, was man mitunter gar nicht so gedacht hätte wahrscheinlich.
Aber die gibt es. Und hier ist es so, ähnlich vom Verlaufsmuster, wie wir das eben gerade gesehen haben für Sojabohnenmehl, zum Wochenschluss hin neigt dieser kanadische Dollar dazu zu schwächeln. Nicht immer. Wenn wir jetzt in einem riesigen Bullenmarkt sind, wird das wahrscheinlich auch mal serienweise fehlschlagen. Es wird zwar grundsätzlich keine Katastrophe geben, weil wir hatten hier auch einen Bullenmarkt in dieser Zeit, seitdem dies bemessen ist. Das ist alles seit 2006 erhoben. Das heißt, wir haben hier über 10 Jahre Historie. Aber klar, also alles, was so starr agiert, wenn ich jetzt sage, okay, immer donnerstags um 14 Uhr Short. Na klar kann das nicht immer funktionieren. Na klar wird das serienweise auch fehlschlagen. Das muss völlig klar sein, weil so ein starres Muster, was nicht situativ reagiert, sondern was immer das Gleiche macht, also selbst jemand, der immer das Gleiche machen soll, macht ja nicht immer das Gleiche. Also von daher, das muss klar sein. Aber es ist ein starker Effekt. Das ist die einzige Phase innerhalb der Woche, in der man auf der Short-Seite was holen kann. Wie gesagt, auch wieder Donnerstag. Grundsätzlich bei vielen Währungen ist es auch so, dass also das gilt für das britische Pfund, das gilt für den kanadischen Dollar, für den Euro, also für viele Währungen, die gegen den US-Dollar gehandelt werden, ist es so, dass Dienstag bis Donnerstag Nachmittag tendenziell eine Phase ist, in der ich mich short eher nicht positionieren sollte, sondern eher auf der Long-Seite engagieren sollte. Also von Dienstag auf Donnerstag Long ist jetzt kein Reichmacher, aber es ist auf jeden Fall besser, als einfach blind zu investieren oder irgendwas zu machen. Also das ist auch auffällig, nicht nur beim kanadischen Dollar, im Euro, wie gesagt, und im britischen Pfund. Für die anderen Währungen habe ich jetzt noch nicht darauf geschaut, aber würde wahrscheinlich auf was Ähnliches hinauslaufen. Aber so kann man sich orientieren. Also wir haben alleine jetzt für den Donnerstag, der ja eigentlich jetzt nicht so der super bedeutende Tag ist, haben wir mehrere Geschichten, die an diesem Tag beginnen, teilweise taggleich enden oder halt auch tagesübergreifend bis zum Wochenschluss gehandelt werden können. Und das gibt natürlich Orientierungshilfen. Und das ist etwas ganz anderes als das, was wir alle wahrscheinlich eine Zeit lang gemacht haben, vielleicht der eine oder andere immer noch macht. Wenn es erfolgreich ist, beibehalten auf jeden Fall. Aber wenn es nicht erfolgreich ist, ich weiß noch, dass ich es total spannend fand, habe ich gestern, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich weiß noch, dass ich es total toll fand an diesem Job, dass ich morgens nicht weiß, was passieren wird. Und heute muss ich darüber ein bisschen schmunzeln, dass ich das so toll fand, weil, naja, es ist bei vielen Dingen so, da habe ich gerade jetzt auch ein Interview mit einem Buchautor, mit einem Psychologen gesehen. Heutzutage können Menschen, nicht nur Trader, aber das hat sehr, sehr gut zum Trading gepasst. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, was Trader schon immer haben. Menschen haben Probleme mit Langeweile heutzutage. Also sie können Langeweile, empfinden sie sehr viel schneller und sie können damit viel schlechter umgehen. Und das ist im Trading natürlich absolutes Gift. Was ich mache, ist stinklangweilig. Und wie es läuft, ist auch über weite Strecken stinklangweilig. Wenn ich da irgendwie ein halbes Jahr lang oder ein Jahr lang im Kreis handle, was nicht immer vorkommt, aber jetzt hatte ich auch mal ein Jahr lang, wo es wirklich nicht voranging. Natürlich ist das langweilig, es nervt, aber es gehört eben dazu. Aber was ist der Reflex, den man immer hat, wenn man Langeweile hat? Man macht irgendetwas, und da haben wir wieder das Wort, irgendetwas. Ich mache irgendwas, um mich zu beschäftigen. Und wer kennt das nicht? Das gilt uns allen so. Und da kann ich mich selbst nicht mal komplett frei machen davon. Selbst nach fast 20 Jahren, selbst nach 19 Jahren an der Börse, habe ich ab und zu noch, ganz, ganz selten, aber so zwei, dreimal im Jahr passiert das, habe ich noch mal den Reflex, ach, jetzt könntest du ja da noch mal was machen. Und einmal im Jahr passiert es sogar, dass ich da irgendwie Mist baue. Also das muss ich sagen, obwohl ich komplett systematisch handle, das ist ein sehr, sehr starker Reflex, dieses Langeweile nicht zulassen wollen. Und das ist ja sowieso schon immer bei Menschen so. Und jetzt hat sich das aber nochmal verstärkt in den letzten 10, 15 Jahren. Und an der Börse ist es natürlich, glaube ich, der absolute Killer, wenn man aus Langeweile, aus der Motivation heraus, es ist langweilig, was ich mache, ich brauche mal so ein bisschen Nervenkitzel. Das ist, glaube ich, auch der Hintergrund, haben wir gestern schon drüber gesprochen, warum, wenn man Leuten 20 Strategien oder Handelstechniken gibt. Und davon sind 19 mit einem klaren Regelwerk, wo es heißt, okay, unter dieser und jener Bedingung rein, dort der Stop, da der Exit. Ansonsten raushalten. Und eine von diesen 20 Strategien oder Techniken sagt, naja,
guck mal ungefähr so donnerstags kannst du auf die Short-Seite gehen, so gegen 14 Uhr. Aber es ist kein Stop dabei, es ist keine Exit-Technik dabei. Da werden 80% der Leute, statt sich aus diesen 19 wirklich klaren Strategien, an die man sich ganz klar halten kann, die einen aber halt auch öfter mal raushalten, statt das zu nehmen oder etwas davon zu nehmen, werden wahrscheinlich 80% der Leute genau auf diese Donnerstagsgeschichte draufspringen und sagen, ach cool, ja, da kann ich ja mal so ein bisschen rumtüfteln. Warum? Weil es ihnen Nervenkitzel gibt, weil es ein bisschen was Ungewisses ist. Das andere ist insofern langweilig, als ich weiß, okay, unter diesen und jenen Bedingungen soll ich handeln. Ich prüfe die Bedingungen. Es ergibt sich nichts. Schade, kein Trade. Das ist langweilig. Aber es ist nicht langweilig, wenn ich sage, okay, was, donnerstags brechen manchmal, fangen diese Märkte an einzubrechen. Das ist ja super spannend. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Mal gucken. Und wenn es nicht klappt, muss ich mal gucken, wie ich mich aus diesem Trade rausbringe. Das wirkt der Langeweile unheimlich entgegen. Also ich glaube, wenn man gegenüber Routine, das ist ja auch der Grund wahrscheinlich, warum so viele Beziehungen scheitern, weil es irgendwann dann langweilig wird, also zumindest gefühlt langweilig. Wenn man dann zum dritten Mal mit dem gleichen Partner im Urlaub war und wieder dies und putzt sich morgens zusammen die Zähne, irgendwann sagt man ja, okay, sieht ja immer gleich aus, besser wird's nicht. Mal gucken, was es sonst noch so gibt. Also ich glaube, Langeweile ist ein ganz, ganz großes Problem, gerade auch im Trading. Und ich fand es sehr interessant, dass das abseits vom Trading ein ganz großes Problem für Leute ist. Wahrscheinlich auch deshalb sind immer mehr Leute in diesen sozialen Medien teilweise auf völlig geistesgestörte Art und Weise unterwegs, was man ja auch jetzt da mit diesem Facebook-Killer und sowas gesehen hat. Das ist ja völlig, völlig irre. Da wird wahrscheinlich noch eine etwas schwerwiegendere Störung als Langeweile dahinter gesteckt haben, was der da gemacht hat. Aber Langeweile ist ein großes Problem und wir sprechen ja jetzt hier vom Trading. Ich glaube, es ist ein riesiges Thema, dem man sich widmen muss. Weil, also ich frage mich immer, wenn ich trade, warum ich den Trade mache und wenn, oder warum ich aussteige oder warum ich jetzt gerade etwas anpasse. Und wenn die Antwort ist, es ist gemäß System, dann mache ich's. Wenn die Antwort ist, ja, ich glaube oder ich befürchte oder weil ich jetzt irgendwie das und das machen möchte, ziehe ich den Stop nach oder dergleichen, dann ist es in der Regel ein Fehler und dann ist es falsch. Also man muss es als Systemanstoß verstehen, was wir hier machen und sollte dann Routinen aufbauen und weg von diesem Nervenkitzel, Langeweile, Gedöns. Weil das kann nicht funktionieren. Das kann nie im Leben funktionieren. Da muss man sich also entschieden davon wegbewegen. Also, diese Auffälligkeit, dass die Währungen einen sehr ähnlichen Verlauf haben, alle Währungen gegenüber dem US-Dollar einen solchen Verlauf haben wie hier der kanadische Dollar, die ist einfach da. Dieser Absacker zum Wochenschluss ist im kanadischen Dollar viel, viel ausgeprägter als jetzt im Euro zum Beispiel oder auch im britischen Pfund. Da kann man das nicht wirklich. Also im britischen Pfund ist es auch ganz ordentlich, das muss man sagen, aber im Euro ist das jetzt nicht so stark ausgeprägt. Aber hier ist es extrem und im britischen Pfund ist es auch recht stark. Von daher ist der Donnerstag da durchaus ein interessanter Tag, aber wie gesagt, erstmal ist das nur ein Denkanstoß. Das System müsste jeder sich dann natürlich noch selbst ausdenken oder halt ein bestehendes System darauf basierend ja, nutzen. Oder erlernen oder was auch immer. Natural Gas, auch donnerstags spannend. Also der Donnerstag ist gar nicht mal so ein langweiliger Tag. Wobei man hier sagen muss, das sieht drastischer aus, als es ist. Das rührt auch aus der Zeit, wo der Erdgas-Future richtig runtergeknallt ist. Das war ja mal 2, 3 Jahre, wo es richtig in der Best war. Und da gab es auch zu dieser Zeit, das sind die Lagerbestandsdaten, die da um diese Zeit kommen. Und da ist es teilweise zu heftigen Kurseinbrüchen gekommen. Deshalb sieht das so drastisch aus. Also es ist nicht so einfach zu handeln und ich nutze es auch nicht so, dass ich sage, okay, immer donnerstags um 8 Uhr gehe ich short oder um 6 Uhr gehe ich short im Natural Gas. Also das wäre ein bisschen sehr einfach. Aber grobe Orientierungshilfe, man sieht, okay, es macht dort offensichtlich in Summe Sinn, sich donnerstags auf eine starke Bewegung einzustellen, die natürlich durch die News kommt.
Und der Markt hatte halt einfach im durch diesen durch diese längere Base hatte der natürlich auch da eine Bias zur Short-Seite hin. Auch das ist etwas ein Donnerstagsphänomen. Hier natürlich primär, weil die Lagerbestandsdaten donnerstags kommen. Und ist also auch etwas, was man ganz gut nutzen kann, wenn man das möchte. Aber auch hier geht es wieder darum, ich muss natürlich ein richtiges System darauf entwickeln. Ich kann nicht einfach sagen, okay, immer donnerstags um, was wäre das, 12 Uhr unserer Zeit, 13 Uhr unserer Zeit, immer dann Short. Das würde nicht funktionieren. Aber es würde schon eher funktionieren, wenn ich sage, okay, ich suche einen Einstieg auf der Short-Seite, ich handle nur auf der Short-Seite donnerstags, ich möchte aber eine Preisbestätigung sehen unterhalb eines bisherigen Tagestiefs. Das würde schon mal ein Ticken besser funktionieren, aber auch das ist noch nicht der Heilsbringer. Auch da muss man natürlich noch so ein bisschen schauen, wie kriegt man das robuster hin. Aber es gibt einem Orientierungshilfen und das ist ja schon mal alleine deshalb spannend und hilfreich, weil wenn ich so einen intradaisonalen Chart sehe, dann sehe ich zum Beispiel jetzt für den Natural Gas Future, dass sich die anderen Handelstage für eine systematische Herangehensweise gar nicht anbieten, weil die laufen so unspektakulär. Der Montag, bisschen schwächer, aber insgesamt so ein bisschen rumgeeiere. Der Dienstag komplett seitwärts. Mittwoch auch komplett seitwärts. Freitag, ja, der schwächelt. Aber für ein System, was jetzt jeden Tag arbeitet, würde sich das gar nicht anbieten. Ich kriege also eine grobe Orientierungshilfe, wann ich überhaupt in diesem Markt Action erwarten kann. Dass die ab und zu auch mal an den anderen Tagen stattfinden wird, völlig klar. Aber das Entscheidende ist eben, ich brauche etwas, was sehr regelmäßig und sehr stark sich bewegt. Und da ist hier der Donnerstag einfach hervorstechend. Den Dienstagseffekt im S&P haben wir gestern schon angesprochen, beziehungsweise vorgestern schon angesprochen, das ist ja jetzt schon Donnerstag, haben wir angesprochen. In dieser Woche war der nicht so ausgeprägt, hätte das nicht funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Aber man sieht hier, der Dienstag ist der Tag, der hier am trendigsten ist. Insgesamt ist es bei ganz vielen Finanzfutures so. Also Finanzfutures heißt Währungen, aber auch Indizes, dass die dienstags in der frühen Phase, dienstags nachts, dienstags früh, dass es da durchaus sinnvoll ist einzusteigen und dass man dort so bis Mittwoch, späten Mittwoch, Mitte Donnerstag engagiert bleiben kann. Wenn ich das wieder und wieder mache, über ein Jahrzehnt wahrscheinlich, weil wir werden auch Bärenmärkte haben und dann wird das nicht funktionieren. Aber wenn ich es wieder und wieder mache, werde ich einen Vorteil haben gegenüber dem blinden Buy-and-Hold-Prinzip oder auch dem willkürlichen Einsteigen. Aber ich muss es wieder und wieder und wieder machen. Das ist da das Schwierige dabei.
So, also, da hatte ich gerade einen Anruf, deshalb habe ich mal einen kurzen Moment geschwiegen. Also, das sind gute Orientierungshilfen. Wenn man sich diese Intraday-Seasonals anschaut, sind das gute Orientierungshilfen, wie man im Markt sich ein bisschen besser bewegen kann. Falsch wäre, dort jeden Zacken uptraden zu wollen. Das ist so der Klassiker, wenn Leute saisonale Charts sehen, sagen sie sofort, ach gut, und dann kann ich hier freitags da short und dann montags um 6:45 Uhr wieder raus aus den Longs. So funktioniert es nicht. Ich muss schauen, dass ich wirklich sehr starke Bewegungen habe. Das wäre jetzt hier, wäre die einzige Bewegung, die wirklich auffällig ist, ist der Dienstag. Das ist etwas, was klar erkennbar ist. Hier ist der Donnerstag interessant. Wenn überhaupt, wäre es interessant, hier ein Donnerstagssystem aufzusetzen. Müsste man testen, funktioniert das, wenn man da wenn man sich diesen Chart anschaut, funktioniert das. Das müsste dann ausgetestet werden. Kanadischer Dollar ist der Donnerstag sehr signifikant. Ansonsten wäre alternativ Dienstag früh long und donnerstags raus, wäre zu testen. Aber nicht dieses Gefriemel hier dann nochmal runter ein bisschen und dann wieder rauf. Also so zu traden würde nicht funktionieren. Beim Sojabohnenmehl auch die anderen Tage, Montag, Dienstag, Mittwoch, die sind nicht wirklich allzu doll. Ab Donnerstag bis Freitagabend, das wäre die einzige interessante Geschichte. Oder eben, wenn das mit dem Donnerstag nicht hinhaut, müsste man testen, funktioniert das mit dem Freitag um 12 Uhr. Das wäre dann so die steilste Passage, dass es zum Wochenschluss einen Absacker gibt. Das ist etwas, was in vielen Getreiden passiert, wo man auch Systeme drauf aufbauen kann. Aber das wären die Sachen, das ist das, was man aus solchen Charts herauslesen kann. Und so sind sämtliche oder zahlreiche Systeme, die ich trade, entstanden auf diese Art und Weise, weil ich Regelmäßigkeiten in einem Markt entweder auf dieser Ebene beobachtet habe oder sie eben durch den realen Handel mitbekommen habe. Ich habe zum Beispiel im Kaffee Future immer wieder mitbekommen, dass es ab 14 Uhr, 14:30 Uhr, dass es dort auf einmal, als würde jemand den Schalter drücken, dass es dort auf einmal abgeht. Trendwenden, Ausbrüche. Also, das war die reale Handelserfahrung. Darauf basierend habe ich dann angefangen, das ein oder andere System zu stricken. Und ja, auf diese Weise funktioniert das. Und bei Orangensaft haben wir auch gesagt, die anderen Tage sind, ja, da gibt es jetzt nicht so die riesigen Auffälligkeiten. Der Montag wäre so eine Short-Geschichte, aber auch nicht zu signifikant. Es sollte halt eher wirklich ein größerer Schwung sein. Und das wäre hier die Geschichte, dass man dort donnerstags so gegen 16:45 Uhr, 17 Uhr unserer Zeit versucht, auf der Long-Seite einen Einstieg zu finden und versucht, das bis freitags oder gab es montags in die erste Handelsphase hineinzutragen. Also da kriegt man ganz gute Ideen. Und solche Trades werden wir auch in dem Remoney Trader Club, den wir jetzt auf vielfachen Wunsch, auf vielfache Anregung aus dem Bereich von Kunden, von langjährigen Kunden und von vielen Interessenten auch, die allerdings noch keine Ausbildung absolvieren können, aber sich dennoch interessieren, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Da werde ich solche Geschichten mal regelmäßig vorstellen. Da werden wir zwei Short-Term-Swing-Trades pro Monat haben. Einmal den besten Trade des Monats darstellen. Bei dem besten Trade des Monats werden wir natürlich auch dann mal besprechen, was so der schlechteste Trade des Monats war. Das soll also da nicht ein einseitiges Bild geben oder darstellen. Dann, was ganz vielen auch sehr wichtig war, dem Wunsch sind wir auch nachgekommen. Das haben wir gerade jetzt in den letzten Wochen, waren ja auch diejenigen, die von euch in den Ausbildungen dabei sind. Da haben wir ja uns sehr oft gesehen, weil es immer wieder Seminare gab. Präsenzseminare und da war so der Grundtenor oder was den meisten auch dort sehr gefallen hat, war der Austausch, die Möglichkeit, dass man mal zusammenkommt, auch mit anderen Tradern und nicht nur mich labern hört. Deshalb sind wir auch da dem Wunsch nachgekommen von der breiten Mehrheit oder von fast allen, dass man dort sich mal trifft. Diese Mitgliedertreffen beziehen sich natürlich jetzt hier auf diesen Club, aber da wird es einmal im Jahr ein Tagesevent geben, was wir auch aufzeichnen. Also diejenigen, die dort nicht dabei sein können,
Die können sich halt die Aufzeichnung anschauen. Ansonsten gibt es da natürlich dann die Möglichkeit, sich mit anderen Tradern auszutauschen. Da werde ich dann auch schauen, dass ich wirklich gute Kollegen einlade. Also nicht so das, was man überall, nicht die Vorträge, die man schon zum 100. Mal gehört hat, sondern halt wirklich auch Trader, mal gucken, wenn es klappt, auch aus dem Ausland, denn das sind eigentlich diejenigen, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Ob wir das dahin bekommen, dass da der ein oder andere dort auch einen Part übernimmt. Und ja, ansonsten, wir werden Frage-Antwort-Webinare haben, Live-Webinare, wo wir solche Themen wie jetzt das, was wir gerade besprochen haben, auch aufgreifen werden. Und ja, also wer da Interesse hat, kann sich dort entsprechend anmelden. Wem das keinen Nutzen stiftet, der lässt es bleiben. Also das ist eine, wie eigentlich das meiste, ist das eine Anregung, die aus dem Kreis der Kunden, der Teilnehmer, der Interessenten, der Leser, der Videogucker kam. Nichts, was wir jetzt initiativ irgendwie forciert hätten, aber wenn da die Nachfrage da ist, dann bieten wir das an, weil es natürlich auch uns sehr toll gefallen hat, wie die Atmosphäre bei den Seminaren war, speziell auch in Bad Reichenhall, wo wir mit der Inner Circle Gruppe waren. Und aber auch neulich in Bonn, wenn da die Jalousien noch funktioniert hätten, wäre es natürlich der absolute Knaller gewesen, wo wir auch mit einer Gruppe, mit einer kleinen Gruppe zusammen waren und uns mit dem News Trading beschäftigt haben. Also das war schon eine sehr angenehme Geschichte und das ist natürlich so eine Sache, die muss organisiert werden und das übernehmen wir dann und ist also, wir kommen da dem Wunsch vieler Trader aus unserem Dunstkreis hier, aus unserem Programm auch entsprechend nach. Also das nur mal als Information dazu. Ansonsten schauen wir noch mal, was heute noch auf der Agenda steht. Bei mir geht der Handel jetzt gleich los. Können ganz kurz noch mal vielleicht, wenn ich den Chart hier hinbekomme, können wir noch mal auf den Euro schauen. Das Und dann war noch die Frage, welche Informationsquellen wir nutzen können, was man nutzen kann, um sich zum Beispiel das Open Interest anzuschauen, die Verfallstermine und so weiter, die Expirationen. Da gibt es ja so ein paar Seiten, die hilfreich sind. Die zeige ich euch auch gleich nochmal. Also das ist jetzt der Euro. Wenn wir uns daran erinnern, wie das beim kanadischen Dollar aussah, da war es halt hier am Freitag ausgeprägter und da gab es am Freitag nicht nochmal diesen Erholungsschub bis in den frühen Handel, aber tendenziell Dienstag auf Donnerstag ist im Euro ähnlich wie im kanadischen Dollar. Wir haben das auch im britischen Pfund tendenziell. Hier sehen wir das auch. Britische Pfund neigt auch dazu, von Dienstag auf Donnerstag anzusteigen und dann abzufallen. Also die sind schon natürlich sehr ähnlich im Verlauf. Schweizer Franken können wir uns nochmal anschauen. Auch von der Grundtendenz her natürlich ein bisschen anders, aber von der Grundtendenz her auch so, dass der Mittelteil der Woche der starke Teil ist und drumherum es eher schwächelt. Der japanische Yen, der ist natürlich komplett etwas anderes. Da würde das nicht funktionieren. Australischer Dollar hat auch eine sehr ähnliche Verlaufsform. Dienstags rein, donnerstags raus wäre hier so das Interessanteste für die Long-Seite. Und Neuseeland-Dollar. Darauf habe ich auch ein System, was allerdings nur mittwochs handelt. Der ist auch vom Verlauf her anders. Also da handle ich nur mittwochs, nutze ich einen Mittwochseffekt. Aber ja, da sieht man, da ist Potenzial vorhanden. Und zu der Frage, auf welchen Seiten man die Informationen bekommt. Stichwort Open Interest der Optionen.
Das ist immer gut. Ich kopiere den Link einfach mal hier rein. Da könnt ihr dann auch entsprechend suchen. Ich hoffe, das funktioniert, weil es nämlich scheinbar nicht funktioniert. Okay, also das ist von der ICE und hier von der CME. Wahrscheinlich wird die Webseite dort auch nicht laden. Doch, geht sogar. Der CME-Seite könnt ihr auch die Informationen finden. Und natürlich grundsätzliche Informationen, entweder auf den Seiten der Broker oder auf daifin.de. Also was die Verlinkung oder was das Adjustieren der Kontrakte angeht, da gibt es ja, glaube ich, 20 verschiedene Formen. Das hängt immer davon ab, was man machen möchte. Ob man eine Daytrading-Strategie nutzen möchte, ob man eine Swing-Trading-Strategie, eine sehr langfristige Strategie mit einem sehr langfristigen Backtest nehmen möchte. Da hat ja der Klaus Müller auch in Bad Reichenhall gezeigt, was da die Unterschiede sind. Das kann man nicht pauschal beantworten. Man muss wirklich schauen, was möchte ich jetzt gerade rausfinden über einen Markt. Und die Unterschiede sind dort, wenn ich den falschen Kontrakt wähle oder die falsche Adjustierungsform, die Unterschiede sind enorm. Haben wir auch dort gesehen, dass der Profit-Faktor um 0,2 Punkte verändern kann. Nur wenn ich von dem einen Kontrakt auf den nächsten gehe. Also von der einen Adjustierungsform auf die andere Adjustierungsform. Ist also ein spannendes Thema für sich. Wir werden auch da natürlich immer mal wieder was machen in dieser Hinsicht. Ansonsten haben wir hier eigentlich, sind eigentlich so alle Links dabei, die wirklich wichtig sind. Und wie gesagt, ganz wichtig, wenn man langfristige Charts möchte, dann eher timingcharts.com als als Finvis zu nehmen. So, ja, zum Abschluss hier eine Frage. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich spreche prinzipiell nicht über andere Kollegen und möchte mich auch nicht in diese Riege der Leute einreihen, die aus Neid, Missgunst schlecht über andere sprechen. Aber weil hier spezifisch darauf eingegangen wird, dass ein in Anführungszeichen Kollege, den ich persönlich gar nicht mal kenne, irgendetwas erzählt hat bei einer öffentlichen Online-Veranstaltung. Also wir kennen uns überhaupt nicht, ich weiß auch gar nicht, was der macht und er kann auch gar nicht wissen, was ich mache. Warum man sich dennoch dann äußert über andere, na gut, das kann man sich ja ausrechnen, warum das so ist, wenn man da versucht, auch irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen in diesem Geschäft.
Zu dem, was dort erzählt wurde, also ich habe, also erstens mal, Trading-Wettbewerbe helfen ungemein, um sich zu verbessern, weil man nicht nur am Markt, also es geht jetzt um den Robins World Cup, weil man nicht nur am Markt ja, sich mit dem Markt auseinandersetzen muss, sondern weil man natürlich auch die Performance der anderen sieht und weil das natürlich noch mehr Disziplin erfordert, denn wenn irgendeiner vorne weg zieht, dann ist häufig die Neigung, okay, man muss jetzt in Aktionismus verfallen. Und da ist es dann mitunter gar nicht mal so einfach, diszipliniert zu bleiben und sein Ding durchzuziehen. Von daher grundsätzlich, wer sich da weiterentwickeln will und mental nochmal in eine ganz andere Drucksituation sich begeben möchte, dem würde ich immer empfehlen, an so etwas mit echtem Geld teilzunehmen, weil man unheimlich viel über sich lernt und auch über das Geschäft an sich, wie es funktioniert und wie es eben nicht funktioniert. Was dann da erzählt wurde, ja, ist teilweise schon ein bisschen bedenklich, aber naja, es gab damals, nachdem ich dort Dritter wurde, war es so, dass die ersten drei mussten. Also wahrscheinlich hätte man sich juristisch wehren können, aber natürlich macht man das dann in der Situation nicht. Die ersten drei waren sozusagen ja, dazu aufgefordert, einen Managed Account dort zu betreuen. Und es gibt da einige Leute, die auch jetzt hier dabei sind, die bei mir in dem alten Real Money Trader Programm dabei sind und das daher auch lückenlos dokumentiert sehen und auch genau wissen, wie das damals abgelaufen ist. Und die können das natürlich auch viel, viel besser beurteilen, als wenn ich jetzt hier irgendwas erzähle, wo jetzt der Einzelne sagen kann, ja gut, das erzählt er da jetzt so, ob es so war. Also es war damals so, dass wir dort von vornherein, war das schon so eine Sache, wo es grenzwertig von den Rahmenbedingungen war, weil die Kapitaldecke war vorgegeben. Es gab dort Units. Das ist schon mal das Erste, womit man aufräumen kann und auch sollte. Normalerweise, wie gesagt, würde ich mich zu sowas nie äußern, aber jetzt wurde ich hier mehrfach aufgefordert oder gebeten, und ja, dann kann ich es natürlich auch so erzählen, wie es wirklich war. Es gab dort Units. Eine Unit waren, glaube ich, 14.000, maximal 15.000 Dollar. Und das bedeutet, das war eigentlich die niedrigste Einlagesumme. Das heißt also, ich musste mindestens eine Unit als Kunde haben, heißt also 15.000 Dollar draufpacken. Alles darunter wäre zu wenig gewesen, weil diese 15.000 Dollar entsprachen einem Kontrakt. Also wenn ich ein Konto hatte von 15.000 Dollar, wurde ein Kontrakt gehandelt in jedem Markt. Wenn ich zwei Units gekauft hatte, also 30.000 Dollar auf das Konto draufgepackt hatte, dann wurden zwei Units gehandelt und so weiter und so fort. Bei sechs Units wurden eben sechs Kontrakte gehandelt. Alleine das ist etwas, was ich schon mal nicht in der Hand hatte, wo ich im Nachhinein natürlich sagen muss, hätte mich dann eher wehren müssen. Aber in einem normalen, das wäre eigentlich auch sogar noch hinzubekommen gewesen. Aber das war schon etwas, was vorgegeben war, die Unitgröße. Also das war schon weit mehr als das, oder das war schon viel zu knapp kalkuliert. Die Kommissionen wurden dort teilweise sehr willkürlich festgesetzt. Das habe ich dann auch mit der Zeit rausgefunden, erst durch den Kontakt mit natürlich meinen Klienten. Da waren in meinem Managed Account waren praktisch nur Leute aus meinem Programm auch. Da waren keine Externen, die mich nicht kannten, sondern es waren nur Leute, denen es auch darum ging, dass dort die Strategien umgesetzt werden, die wir im Real Money Trader Programm auch gehandelt haben. Und da war es dann so, mir haben einige geschrieben, sie haben 25, teilweise 30 Dollar Kommission pro Roundturn. Andere hatten 15 Dollar, also die meisten hatten so um die 20 Dollar. Und da gab es keine Logik dahinter, warum der eine so viel hat und der andere so viel. Aber kann man sich ja ausrechnen, 30 Dollar pro Roundturn und ich als Advisor hatte, glaube ich, 10 Dollar pro Roundturn. Ja, dass das natürlich auf Dauer enorm an der Performance zehrt, ist klar, gerade wenn man da eine schwierige Phase hat. Dann war es so,
Also das mit den Kommissionen zum Beispiel hat sich, also dass die Kommissionen nicht günstig waren für die Kunden, das war mir schon vorher bewusst. Das wurde mir auch gesagt, dass die so bei 18 bis 20 Dollar liegen. Allerdings, da ich nicht oft handle, da die Systeme nicht oft handeln, die ich trade, war das eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, das kriegen wir hin. Es war am Ende dann so, wenn man alles zusammennimmt mit den Handlings-Fees und so weiter, von denen ich natürlich auch einen Teil abbekommen habe, von denen ich aber auch, und das hat der Kollege nicht erzählt, von denen ich aber auch den Kunden einen nicht unerheblichen Anteil auch erstattet habe, ne? Weil ich einfach gesagt habe, das ist zu viel. Ich will gar nicht so viel dafür, habe ich den Leuten das auch erstattet, solange wie ich das selbst auch bezogen habe. Irgendwann habe ich dann den Handel eingestellt, weil ich das nicht mehr verantworten konnte. Und da konnte ich natürlich dann auch nichts mehr erstatten, aber das hat der Kollege schon mal nicht erzählt. Dann hat er sich darauf bezogen, Konto geschrottet. Das ist natürlich auch abenteuerlich. Es gab tatsächlich dort Verluste. Wir haben am Ende über 50% Verlust gehabt. Ich glaube, es waren knapp 60%. Lag einfach daran, erstens, einzelne Systeme waren im Drawdown direkt ab Beginn, was natürlich schon mal blöd war. Ein Kaffeesystem, was bis dahin sehr gut gelaufen war, ist dann in Drawdown gegangen. Und bei diesem System war es so, dass dort einzelne Trades teilweise, das war auch völlig systemkonform, einzelne Trades auch, wenn es zum Drehen kam, gab es auch Situationen, wo man über 1000 Dollar pro Tag verloren hat oder verloren hätte. Da war es so, wir haben, glaube ich, den ersten Trade gemacht, also einen der ersten Trades, glaube ich, nach dem fünften Trade, gab es mal einen Tag, wo wir 1700 Dollar eingebüßt haben mit einem Trade, beziehungsweise mit zwei Trades einmal gedreht, also an einem Handelstag mit zwei Signalen 1700 Dollar, bekam ich einen Anruf von Robbins Trading und die haben mir gesagt, ja, die haben für diesen Managed Account 1000 Dollar als Tagesloss festgelegt. Geht also nicht. So, was macht man? Ich konnte das System nicht weiterhandeln. Wir sind also auf den Verlusten in diesem System sitzen geblieben. Und dann kam irgendwann, also das war 2014, gestartet wurde, glaube ich, am 1. Februar, wenn ich es richtig weiß, dass wir da die ersten Trades gemacht haben. Bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war im Februar. Und am 6. März war es damals, gab es einen 6.000 Dollar Gewinntrade in eben diesem System. Das heißt, alleine dieser Trade, und danach gab es noch einen mit 3000 Dollar, alleine dieser Trade hätte das um ein Vielfaches überkompensiert, aber ich konnte das System nicht mehr weiter handeln, weil ich ansonsten Probleme mit denen bekommen hätte. Das war auch etwas, was nicht bewusst war vorher. Also das sind Sachen ähnlich, wie wir jetzt auch, einige von euch waren ja jetzt dabei, auch bei den Seminaren in den letzten Wochen und wenn man mal so in 8 verschiedenen Hotels war, dann weiß man auch, nachdem man überall war, dass man künftig ganz andere Fragen stellt, wenn man ein Hotel bucht oder wenn man einen Seminarraum bucht. Wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass man nachfragen muss, ob dort die Jalousien funktionieren. Und auch nie auf die Idee gekommen, zu fragen, ob denn irgendjemand im Haus ist, der den Beamer bedienen kann. Aber mit dieser Erfahrung weiß man, was man in der Zukunft, wir haben eine ganze Liste runtergeschrieben von Sachen, die wir in der Zukunft abklären werden. Und ich meine, ich gebe ja schon sehr, sehr lange auch Seminare und war auch schon in zig Hotels. Aber je weiter man rumkommt, desto mehr weiß man, was man zu fragen hat. Und das war damals auch so. Also ein paar Sachen waren mir schon vorher bewusst, die nicht ganz optimal sind, aber das war natürlich so, dass ich das schon so eingeschätzt habe, dass man das durch die Performance hinbekommt, aber dass ich dann natürlich, das ist ja das, was ich immer wieder hier auch in den letzten Tagen gesagt habe, dass man dann natürlich Systeme, statt sie durchzuhandeln, statt die Schwankungen aushalten zu können, dass man dann dazwischen gehauen bekommt und gesagt bekommt, ja nein, das, also mit mehr als 1000 Dollar geht es nicht. Ich kann ja jetzt nicht auf einmal nach 900 Dollar Verlust aufhören oder ausstoppen, wenn das System mehr Spielraum braucht. Also das war halt einfach so, das ging schon mal nicht weiter. Das heißt, da haben wir mit den Verlusten aufgehört, mussten auf ein anderes System gehen. Da dann das gleiche Spiel, da gab es dann auch Schwierigkeiten. Das System war dann ist dann in den Drawdown gegangen. Dann gab es immer wieder Situationen, zum Beispiel Gold-Trades haben wir dort gemacht. Um das Risiko zu reduzieren,
oder um das Risiko zu kontrollieren, habe ich dort den eMicro-Kontrakt gehandelt, weil in einem Konto von 15.000 oder dann zu dem Zeitpunkt von 13.000 Dollar mit dem großen Goldkontrakt zu hantieren, ist völlig aberwitzig. Also funktioniert nicht. Also runterskaliert auf den eMicro. Der ist natürlich ein bisschen illiquider, aber hätte grundsätzlich funktioniert. Wir machen dort die ersten Trades. Ich will morgens die Position glattstellen, die wir hatten im Gewinn. Ging nicht. Error. Ich rufe dort an, sagen die, ja gut. Morgens kannst du die kleineren Kontrakte nicht handeln. Also nur ich privat kann ich sie immer handeln, Tag und Nacht. Morgens kannst du die Kontrakte nicht handeln. Das ist von uns in dem Advisor-System, haben die das so einprogrammiert, dass dort erst ab, keine Ahnung, 15 Uhr oder so, ab 14 oder 15 Uhr, kann man dort erst ordern. Also in diesen Kontrakten, in den kleineren, in dem Mini-Kontrakt, den E-Micros, auch beim Natural Gas, was wir auch dort getradet haben und so weiter, war erst zu einer bestimmten Uhrzeit Handel möglich. Das heißt, wieder etwas, was mir vorher niemand gesagt hat. Also auf die Idee, klar, heute würde ich fragen, ist denn zu jeder Zeit alles auch handelbar für alle? Wenn die dann sagen würden, nein. Ja, würde ich es nicht machen, aber das war wieder so eine Erfahrung. Also es war eine ganze Serie von Erfahrungen, die man erst machen musste, wo man dann gemerkt hat, okay, so, das hat jetzt wieder nicht funktioniert. Wir haben den Mini-Kontrakt als erstes gehandelt, zack, wurde der auf einmal, wurde statt einem Gewinn, wurde der auf einmal mit Verlust zurückgebucht, wurde der Gewinn einfach nicht drauf gebucht, weil irgendetwas zu einer Uhrzeit war, wo die gesagt haben, nee, geht nicht. Dann auf den E-Micro, genau das Gleiche. Dann wurde dort künstlich Slippage gebucht, was ich auch noch nie erlebt habe. Was auch, wir haben das ist ja auch bei mir im Forum dokumentiert, das ist ja, jede Erfahrung ist ja dort auch wirklich dokumentiert für die Teilnehmer, die dabei waren damals. Da wurde dann künstlich Slippage gebucht. Scheinbar, also der Aufhänger dort war und ist scheinbar bis heute, dass Trades commission-free sind, wenn es Slippage gibt. Mir konnte bislang noch keiner erklären, wie das funktionieren soll, dass man ein System hat, ein Order-System, was Slippage in einem Future verhindert. Denn wenn wir 50 Kontrakte kaufen wollen und da liegen nur 30 im Verkauf, dann haben wir Slippage. Dann haben 20 Leute wahrscheinlich Slippage. 20 Kontrakte bekommen Slippage. Das kann man gar nicht verhindern. Und jetzt haben die sich wahrscheinlich gedacht, die Initiatoren, ja gut, das ist ein toller Aufhänger, dass es keine Slippage gibt. Wie kriegen wir das denn hin, dass niemals einer die Slippage zurückgebucht bekommen haben möchte, beziehungsweise erstattet, die Gebühren erstattet bekommen möchte, dass der Trade niemals commission-free wird? Was machen wir? Wir kriegen das ja technisch nicht hin, also gucken wir im System, was für eine Ausführung der Advisor hat. Der Advisor war ich und ich bin ja vom Zeitstempel immer zwingend der Erste. Abenteuerliche Geschichte, aber ist tatsächlich so. Und wenn man sich mit anderen Tradern mal unterhält, die dort auch Managed Accounts hatten, nachdem sie dort Weltmeister wurden oder eine vordere Platzierung hatten, die werden das bestätigen. Man muss sich nur mal mit denen unterhalten. Da war es auf jeden Fall so, das System hat geguckt, okay, welche Ausführungen hatte ich und was war die schlechteste Ausführung der Kunden? Welcher Kunde hat die schlechteste Ausführung gehabt? Und da hatten wir einen Trade, das ist auch dokumentiert, da habe ich dann die Kunden danach gebeten, mir bitte mal Ihre Ausführungskurse für den, das war im Gold, E-Micro, Kontrakt zu schicken. Und ich hatte eine Ausführung eigentlich, da war die Order aufgegeben und da wurde sie auch ausgeführt, bei 12,92,3 oder so. Und habe die dann aber gebucht bekommen, innerhalb von einem Bruchteil von Sekunden, zu 12,97. Also schon 40 Dollar schlechter, also 40 Dollar im Konto schlechter. Und dann kamen da die E-Mails von den Kunden an, nach und nach. Der eine hatte 12,93, 12,93,4, 12,94 und der schlechteste hatte 12,97 irgendwas. Und genau das war das, was bei mir im Konto gebucht wurde. Also hat man dort im Leben noch nie irgendjemandem die Commissions freigestellt, weil man immer den Advisor schlechter bucht. Hätte ich nicht für möglich gehalten und es klingt abenteuerlich, aber es ist dokumentiert. Wir haben das damals ja auch abgeglichen und ich bin aus allen Wolken gefallen. Nur, ja, was soll man machen? Also da zog natürlich mit der Zeit, hielt die Erkenntnis Einzug, dass das so nicht funktionieren wird. Ich musste immer wieder, ich war eingeschränkt, dieser Kontrakt ging nicht, das ging nicht.
natürlich auch das ein oder andere System dann auch in der blöden Phase erwischt. Nur die Sache war, ich konnte halt nichts durchziehen. Und wenn das Konto dann mal geschrumpft ist, bewegt man sich sowieso schon in einem Bereich, wo man eigentlich kein gesundes Risikomanagement mehr fahren kann. Also würde ich auch deshalb heutzutage nie wieder machen. Wenn ich dort nochmal irgendetwas holen sollte und man nochmal an mich herantritt, ich habe das auch damals sehr klar gesagt, dass ich das nicht mehr weitermachen möchte und dass ich das sofort beenden möchte. Das war schon zu Zeiten, wo die Verleihung damals war. Wir waren im Mai, war die Verleihung, und da war das schon so, dass ich mit denen schon nicht im Clinch lag, aber das war schon etwas befremdlich, dort anzureisen. Und dann ging es aber doch noch ein paar Monate weiter. Ich habe dann irgendwann den Handel auch eingestellt. Also am Ende war es eine Kombination aus Rahmenbedingungen, die so nicht absehbar waren. Massivsten Einschränkungen, was man alles nicht machen konnte und vor allem zu welchen Zeiten man es nicht machen konnte, was alles nicht ging, dann teilweise natürlich willkürlich hochgewählte Kommissionen, aber das, was die Kommission angeht, das war mir zumindest schon bewusst, dass es so in Richtung 18 Dollar bis 20 Dollar geht, also von daher, wenn da der Einzelne 30 Dollar hatte, ist es natürlich Wucher, aber das ist jetzt nichts, wovon ich nicht wusste, sondern das war mir klar, das dachte ich, das können wir kompensieren. Am Ende wäre es so gewesen mit den ganzen Handlingsfees, ich habe dann auch gesagt, naja gut, solange die Leute keine Performance machen, lasst uns das im Monat, lasst uns nichts von denen nehmen. Darauf hat man sich dort natürlich nicht eingelassen. Also ich habe dort auch am Anfang, als ich noch Geld bezogen habe, ich habe dann am Ende gar nichts mehr gewollt, auch von denen. Von meinem Anteil, wie gesagt, möchte ich nicht, habe ich das dann auch an die Kunden erstattet. Ich glaube, ich gab ein oder zwei Erstattungen und dann, also quartalsweise Erstattungen, wo ich halt das, was aus meiner Sicht zu viel war, ich meinen Klienten erstattet habe. Aber nichtsdestotrotz gab es natürlich dann Verluste. Wir waren, glaube ich, so roundabout bei 60% Minus am Ende. 60 und nicht 95%. Und ich habe mich immer gewundert, weil ich mir das neulich schon mal einer geschrieben hatte und ich definitiv weiß, dass ich noch nie ein Konto geschrottet habe. Das ist auch definitiv nicht viel, also es ist jetzt nicht keine nichts, wo man sich auf die Schulter klopfen muss, wenn man da über 50% Minus gemacht hat. Aber wenn man die Umstände kennt, dann ist das schon ein bisschen nachvollziehbarer, wenn man sowas mal erlebt hat, wie ich es oder wie wir es dort erlebt haben. Aber es waren eben keine 95%, sondern es waren 60%. Das ist also immerhin nochmal ein Unterschied. Das macht es zwar jetzt nicht auf einmal gut, aber es ist ein Unterschied. Und das, woher der Kollege das hat, und das ist eben das Bedenkliche, deshalb rede ich nicht über andere, wenn ich nicht genau weiß, wovon ich rede. Das hat er irgendwo irgendwo aus dem Internet aufgeschnappt. Wie ich schon sagte, und auch das ist belegt, das kann man auch sich anschauen. Es war vorgegeben, die Unit Size waren, ich glaube, 14.500 oder 15.000, also so roundabout 15.000 Dollar war die Unit Size. Das war das, was man mindestens aufs Konto draufpacken musste. Und ein einziger Klient hat, glaube ich, dort nur 10.000 Dollar draufgepackt. Ich glaube, 10.370 Dollar habe ich dann gesehen dort. Und das ist natürlich klar, wenn bei Futures kann ich ja nicht runterskalieren. Das heißt, bei demjenigen, der nur 10.000 draufpackt, wird auch ein Kontrakt gehandelt und dann werden auch 1.700 Dollar Verlust in dem einen Trade und 1.000 Dollar Verlust in dem nächsten Trade gemacht, genauso wie in einem 15.000er Konto. Also derjenige, der da seinen Kontoauszug gepostet hat, das war genau derjenige, der sich, und das ist immer so übrigens, das war genau derjenige, der sich schon mal ganz am Anfang nicht daran gehalten hat, an die Vorgabe, bitte Minimum 15.000 Dollar draufpacken oder eben dann der nächste Schritt 30.000 Dollar, aber Minimum 15.000, damit man einigermaßen die Schwankungen aushalten kann. Und natürlich völlig klar, man kann nicht runterskalieren bei Futures, also heißt es, in dem 10.000 Dollar Konto wurde genau der gleiche Drawdown nominal gemacht wie bei mir in dem 15.000er Konto. Und während bei mir dann am Ende noch irgendwas mit 5.000 Dollar übrig war, was wie gesagt nicht toll ist, was immer noch scheiße ist, aber das hatte halt auch seine Gründe, die alle dokumentiert sind, war bei dem Kunden natürlich, wenn ich 9.000 Verlust mache und der Kunde macht auch 9.000 Verlust, bleiben bei ihm von den 10.000 bleibt nicht mehr viel übrig. Und
das, so jemand stellt das dann ins Internet. Ne? Also, wie gesagt, der Verlust ist der Verlust. Und da habe ich auch kein Problem damit, weil das hätte ich mit dem heutigen Wissen, würde ich das gar nicht anfangen, weil ich mittlerweile zu der Überzeugung und zu der Erkenntnis gekommen bin, wann immer auch nur ansatzweise irgendwo Restriktionen drin sind fürs Trading, wird es ganz schwierig, da kann es nicht funktionieren. Und wenn man, ich habe damals natürlich mit der Unerfahrenheit auch gedacht, okay, die Systeme haben super performt, wir hatten dort Systeme, die dort getradet werden sollten. Da hat ein System alleine pro Jahr in den 2 Jahren davor, ich glaube, 20, 30.000 Dollar gebracht, das Kaffeesystem. Natürlich sagt man dann, okay, was sind denn dann 18 Dollar Kommissionen für so ein Ding? Dass man dann, dass die Kommissionen natürlich dann teilweise noch höher sind und vor allem aber, dass das System gar nicht durchgezogen werden kann. Das sagt einem ja vorher keiner. Also das war für mich vorher jedenfalls, wurde mir das nicht gesagt, dass dann da dazwischen gehauen wird. Und das war eben mehrfach so. Zudem kam dann natürlich, dass die Systeme auch zu den Zeitpunkten, wo wir sie dann gehandelt haben oder wie lange wir sie gehandelt haben, auch in den Drawdowns waren. Ich habe wieder, das Konto war dann geschrumpft, also musste ich auf ein System gehen, was weniger Schwankungen verursacht und auch das konnte man dann nicht durchziehen. Also das war dann natürlich eine sehr, sehr unschöne Erfahrung und irgendwann habe ich es dann auch eingestellt. Ich glaube, im Herbst habe ich dann aufgehört zu handeln und offiziell beendet wurde es dann, glaube ich, im November des Jahres. Aber wie gesagt, mit 60% Verlust, nicht mit 90 oder 95% Verlust. Da bezog sich also der Kollege aus Zypern auf einen Kontoauszug von dem einzigen Menschen, der von vornherein sich nicht an die Unit Size gehalten hat. Und klar, wenn ich jetzt vorgegeben bekomme, ich habe einen Kapitalbedarf für eine Strategie von 10.000 und eine packe 2.000 aufs Konto, dann ist natürlich nach dem ersten Trade Feierabend. Also das für dieses Ausmaß des Drawdowns, was es dort gab, natürlich, da bin ich verantwortlich. Das hätte ich ja dann vorher erkennen können oder hätte sofort natürlich bei den ersten Anzeichen, dass wir dort übervorteilt werden, sofort stoppen können. Wir haben auch noch teilweise, wir hatten ja Seminare in der Zeit, da waren auch natürlich Trader dabei, die auch in diesem Managed Account dabei waren. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich mit einem ein Gespräch hatte, der gesagt hat, da waren wir, glaube ich, 15% hinten. Und da war es aber schon so, dass eine Restriktion nach der anderen auf einmal zutage trat. Und da war es so, dass der gesagt hat, meinst du nicht, dass es besser ist, wenn wir das beenden dort? Und natürlich aus heutiger Sicht muss ich sagen, das war da schon, hat sich abgezeichnet und es wäre natürlich besser gewesen, da schon die Reißleine zu ziehen und zu sagen, okay, das bringt so nichts. Die Systeme, die ich trade oder die wir da traden wollen, sind für die Kunden gar nicht, diese Systeme können dort gar nicht gehandelt werden. Das heißt, das Produkt ist gar nicht das, was die Kunden dort bekommen sollen. Wäre im Nachhinein natürlich besser gewesen. Aber ja, dann die Leute da direkt mit so einem Verlust zu entlassen, zu sagen, okay, dann habt ihr halt da ein bisschen was verloren. Da versucht man es dann trotzdem hinzubekommen, aber die Restriktionen waren einfach zu krass und man wurde einfach zu sehr auch teilweise übervorteilt und natürlich war dann auch das Pech, dass das ein oder andere System wirklich auch eine schlechte Phase hatte und man es nicht lange genug durchhandeln konnte. Aufgrund der zu geringen Kontokapitalisierung und auch aufgrund dieser fortwährenden Einflussnahme dann, die es dort gab. Also das war die Erfahrung und das mit dem Kontoauszug ist die eine Sache, die der Kollege nicht wahrscheinlich nicht wusste auch und aber auch nicht erwähnte. Und die andere Sache ist, dass ich sofort, als ich gesagt habe, ich stoppe das, ein Konto mit eigenem Geld kapitalisiert habe, mit 30.000 und den Leuten zugesichert habe. Und das steht auch heute noch so und das erwähnt natürlich auch niemand, dass ich das gemäß der Systematiken, die die Leute kennen, mit eigenem Geld auf eigenes Risiko handle und ihnen die Verluste wieder reinholen will. Das wird natürlich Jahre dauern, ist jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten. Auch da hatte ich natürlich diese Phase von 1,5 Jahren, wo nichts ging, wo es nicht voranging, wo ich auch im Drawdown war. Dieses Jahr hat jetzt dann wieder ordentlich was draufgesattelt. Bislang ist das schon mehr als verdoppelt, was ich dort eingezahlt hatte, wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber auch das wird natürlich nicht erwähnt und ich persönlich hätte das auch nie erwähnt, weil letztlich das ja eine private Sache ist zwischen den Teilnehmern dort und mir. Aber ja, wenn man mich schon darauf anspricht,
dann kann ich natürlich auch die ganze Wahrheit sagen. Also das ist auch alles dokumentiert im Forum. Diejenigen, die Kunde bei mir sind, wissen das. Und ja, da sieht man, was so zwischen dem, was so erzählt wird und zwischen der Wahrheit, was da für Diskrepanzen teilweise vorherrschen. Ich würde niemals, und da gäbe es sehr viele Sachen, wo man was sagen könnte, aber ich würde niemals über einen anderen Trader reden und schon gar nicht solche Dinger da raushauen, weil es erstens mal natürlich von einem zweifelhaften Charakter zeugt, wenn man wildfremde Leute irgendwo angeht und wenn man dann so ein Zeug verbreitet teilweise, ohne da recherchiert zu haben, ohne das zu wissen. Letztlich, naja, bemitleidenswert, aber sollen die Leute machen, was sie wollen, sonst reden, was sie wollen. Aber das sind die Fakten. Also es lief tatsächlich schlecht, aber es waren 60% Minus und nicht 95%. Die 95% hat der eine Klient oder 90%, wie viel auch immer, keine Ahnung, weil er das Konto zu gering kapitalisiert hat. Und das war im Vorhinein, das war wirklich festgeschrieben dort, warum Robbins Trading diese 10.000 überhaupt angenommen hat und nicht gesagt hat, alles wieder zurück, du kannst hier nicht teilnehmen mit so wenig, keine Ahnung, das lag nicht in meiner Macht. Und am Ende war es dann so, dass ich mit meinem eigenen Geld, und ist es noch heute so, dass ich mit meinem eigenen Geld versuche, das wieder hochzuhandeln, dort auch schon ein bisschen vorangekommen bin, aber natürlich wird das absehbar, weil ich nicht zocke und weil ich auch nicht aggressiv trade, wird das noch Jahre dauern, bis wir dort das aufgeholt haben, was wir da verloren haben. Aber das ist eben die ganze Wahrheit und die sieht ein bisschen anders aus als das, was der Kollege da, wofür er seine kostbare Zeit, er hat ja auch einiges an Geld bezahlt für sein Ganztages-Event dort bei den IB Days. Wenn ich so viel Geld zahlen würde, was er wahrscheinlich da gezahlt hat, würde ich die Zeit anders verwenden, als über andere Trader zu reden. Also zumal dann am Ende meistens so etwas rauskommt, nämlich die ganze Wahrheit. Also letztlich, es wird hoffentlich so sein, dass die Teilnehmer am Ende dann ja, alles wieder bekommen, so wie sie es auch dort eingezahlt haben, halt von mir privat. Aber das wird absehbar natürlich noch ein ganzes Weilchen dauern, weil es einfach nicht so schnell vorangeht, weil ich auch jetzt 1,5 Jahre hatte bis Anfang des Jahres, wo viele kurzfristige Systeme auch im Drawdown waren, wo es nicht voranging. Jetzt ist es in diesem Jahr wieder sehr gut gelaufen, aber das wird noch dauern. Das ist auch schon von Anfang an so kommuniziert worden und sehr viele, die ich dann auch in der Zwischenzeit getroffen habe, wissen das sehr zu schätzen, weil das, glaube ich, hier in der Branche nicht allzu gängig ist, dass man sagt, okay, da ist unter meiner Regie was scheiße gelaufen. Ich nehme eigenes Geld und versuche das wieder reinzuholen, obwohl man vielleicht nur eingeschränkt etwas dafür kann. Also die meisten wissen das, oder ich glaube, also jeder, den ich getroffen habe, die anderen habe ich nicht getroffen, aber wissen das sehr zu schätzen. Und ja, ich hoffe, dass das dass ich so eine Erfahrung nie wieder machen muss, weil es mir auch wirklich ja, schlaflose Nächte teilweise bereitet hat, weil es immer schlecht ist, irgendwo unter Zwang, unter Druck zu stehen. Und wie gesagt, letztlich im Endeffekt, ich meine, ich bin ein erwachsener Mensch, ich hätte natürlich damals auch sofort vehement sagen können, ich mache das nicht weiter. Das war eben dann nicht wirklich realistisch eingeschätzt. Das war mein Fehler auch, dass ich nicht sofort, als es losging mit diesen ganzen Dingern oder auch als wir das dann rausgefunden hatten, ich weiß gar nicht, wann das war, April, schätze ich mal, dürfte das gewesen sein. Da hatte mich auch ein sehr geschätzter Kollege angeschrieben und hatte mir das dann auch noch gesagt, ob ich das denn schon wüsste, dass der Advisor die Slippage gebucht bekommt. Spätestens da hätte ich eigentlich sagen müssen, aus heutiger Sicht und würde ich auch mit dem heutigen Wissen, mache ich nicht weiter. Aber die Hoffnung war, wir kriegen das noch ins Plus und hören dann auf, aber das war natürlich nicht realistisch und das war natürlich dann im Endeffekt falsch. Aber wie man jetzt sieht, anhand dieser kurzen Ausführung, es ist doch ein bisschen anders in der Wahrheit, als es da der Kollege erzählt hat. Aber gut, letztlich
Der hat ja auch viele andere Sachen über sich selbst erzählt, wie ich mitbekommen habe, dass er wegen der Steuer keine Kontoauszüge zeigt, wo ich mich auch frage, wenn man Steuern zahlt, wo ist das Problem? Also, naja, letztlich soll jeder erzählen und machen, was er will. Das also dazu. Ich hoffe, da konnte ich ein bisschen Klarheit schaffen. Letztlich, mir ist es eigentlich ziemlich wurscht, was da einzelne Unterbelichtete schreiben. Wichtig ist, die Beteiligten sind sehr genau informiert, wie das damals lief, wurden immer auf den Laufenden gehalten und sind auch jetzt auf dem Laufenden übers Forum. Ich poste da nicht natürlich ständig irgendwelche Kontoauszüge und zeige, jetzt haben wir wieder 100 € gewonnen, sondern das ist alle paar Monate, weil es halt auch einfach natürlich nervig ist. Also wenn ich jetzt 1,5 Jahre lang jeden Monat geschrieben hätte, wieder nichts, $1.000 minus, das bringt keinen voran. Aber die Leute sind in entsprechenden Abständen informiert und genau nur um die geht es. Die müssen wissen, wie es läuft, und wenn dann der Tag gekommen ist, wo das alles wieder aufgeholt wurde, dann werden genau diese Leute informiert sein, und dann werde ich es auch nicht an die große Glocke hängen, wenn ich nicht dazu genötigt werde, sondern dann ist es eben, ist die Sache erledigt, und dann haben wir das alle gemeinsam dann doch gut überstanden. Und wenn dann irgendein Arschloch irgendeine Scheiße schreiben will, soll das machen. Also letztlich, diejenigen, die es betrifft, wissen, wie es wirklich ist, und darum geht es. Gut. Das soll das Wort zum Sonntag gewesen sein. Wir sind durch. Der Handel beginnt bei mir so in knapp 1,5 Stunden. Dann arbeiten die ersten Setups. Wir werden morgen dann wieder so gegen 9, es kann vielleicht 8:55 werden, werden wir starten und werden dann schauen, was sich heute so an Situationen ergeben hat, was ich heute so an Trades hatte. Insgesamt in dieser Woche vergleichsweise wenig Aktionen. Wie schon gesagt, nächste Woche arbeitet dann ein News-System auf den Euro. Gestern knapp den Einstieg verpasst, oder knapp nicht ausgeführt worden im WTI. Ansonsten wäre das eine tolle Bewegung gewesen, um davon zu profitieren. Also insgesamt keine allzu spektakuläre Woche. Das wird aber auch erst, also das ist in dem April jetzt auch absehbar gewesen, weil viele Systeme im April pausieren. Es gibt so Monate, in denen viele Systematiken einfach schlechter laufen. April ist so ein Monat, der auffällig ist, wo viele Systeme auch pausieren, also wo es in den Regeln verankert ist, dass die pausieren. Und August ist auch so ein Monat, beim August ist es auch plausibel, weil das ist Ferienzeit in den USA, da sind Sommerferien, da arbeiten die großen Institutionen auch eher auf Sparflamme. Ansonsten, ja, ist es, wie gesagt, also ist der April halt einfach so ein Monat, ähnlich wie der August, wo viele Systeme pausieren. Deshalb ist es etwas ruhiger im Moment. Ich freue mich auf den Mai, denn dort wird es wieder abgehen, insofern als dort wieder mehr gehandelt wird. Da wird wieder das britische Pfundsystem handeln, da wird das Kaffeesystem traden, ein System, was zyklisches Muster nutzt, im Intraday-Bereich. Also da wird dann einfach auch wieder mehr Action sein, da kommen dann auch wieder die nächsten News-Events. Also das ist einfach jetzt im Moment eine etwas ruhigere Phase, deshalb haben wir auch diese Woche mal in diese Zeit gelegt, weil ich ansonsten gar nicht dazu käme, parallel zu traden und zu erzählen. Von daher haben wir das bewusst so gewählt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir haben es auch heute wieder aufgezeichnet. Wird ein bisschen dauern. Das ist immer ein mehrstündiges Unterfangen, bis das Video dann auch fertig ist, aber wir schicken das so zeitnah wie möglich raus. Morgen geht es so gegen 9 Uhr los. Es kann 8:55 werden, weil ich morgen früh noch einen Termin habe, aber ich versuche, dass wir es pünktlich hinbekommen. Und dann wünsche ich allen einen erfolgreichen, angenehmen Handelstag und verabschiede mich bis morgen. Macht's gut.